Und meine Einheiten denn? Achso, keine Sicht mehr. Weißt du was? Wir gehen zurück. Ei, ei. Wir haben schon genug die Pushen. Wir müssen zurück, weil guck mal, die sehen gerade aus, als wir unser Dings einnehmen wollen. Ja. Bin hinter dir. Aber ich glaube, ich nehme alle zurück. Ich habe keinen einzigen Schaden genommen. Nee, ich auch nur ein bisschen. Ne. Genau, wir müssen links runter in den Wald runter, in die Stadt runter. Jojo, ich glaube dir. The enemy base is under siege. We shall seize it with glory. Dem Typen da entgegenkommen. Da lang, Bro, hier entlang. Thanks. Pfeile malen rockt. Oh, wenn der in die Reichweite kommt, der rennt so. 3, 2, 1. Warte, gleich ist es sichtbar. Gleich ist es sichtbar. Jetzt. Ja, schießen. Tui. Yo, Pfeilregen. Schi. So ist lässig. Ja, gut. Hör auf zu schießen. Jawohl. Oh, und das ist ein Kessel. Match. Oh, nice. Fire command. Ja, kaputt. So, ich schau mal back zu. Komplette Vernichtung, ey. Da unten sind Gegner in der Stadt. Ja, du hast recht. Lass sie mich auch mit angreifen. Achtung, die kommen auf mich zu. Da wo Neverlands ist. Oh! Er hält gut aus. Ja, der hat seine Schilde oben. Yes. Macht er geschickt. Das war das, wovon wir vorhin sprachen. Genau. Bring du deine mal zurück. Jo. Polas, lol. Hä? Hat er ein Problem mit mir? Yay! Hurra! Ja, diesmal habe ich sogar Geld bekommen. Ja, ich habe 300 bekommen. 600 habe ich. Doch, so viel. Schön. Ja. Jetzt kommen wir endlich, die Linbetil. Mann, hat die ein kurzes Höschen an. Leck mich am Arsch, echt? Ist doch gut. Hab ich gesagt, dass es schlecht ist? Nein. Ja, und ihr könnt jetzt drunter schauen für nur 3,99. Das Nude DLC, jetzt nur für. Ah ja. Kannst du upgraden irgendwie deine Einheiten? Bei mir steht noch Commander is still in the battle. Echt? Noob. Ja, nein, halt. Deiner nicht? Nope. Willst du mich verarschen? Na, ich wurschtel gerade schon an dem Kollegen da rum, deswegen gar kein Stress. Hallo, darf ich dann mal? Bitte. Das Spiel hasst mich. Also ich habe vorhin Minusgeld für einen Sieg bekommen. Ah, jetzt! Daily Commander Victory! Hä? Nee, das war's nicht. What the fuck? Oh, das Spiel echt? Also wenn ihr wollt, dass ich mitspiele, ruf mal an. Okay, ich zieh mal Silvan hier rein. Ich glaube, er hat's geschafft. Wunder werden wahr. Das ist unglaublich. Sie ist immer noch im Battle. Was kannst du eigentlich? Weiß auch nicht. Aber es ist schimmernd. Aha! Hallo Silvan! Hallo? Hallo? Ich hab schon gut gehört, lustig. Servus in die Schweiz. Ah,
hast doch noch geschafft, dieses verdammte Spiel runterzuladen, Silvan. Unglaublich. Was? Ja, okay. Geh online. Matti, hast du einen Silvan auf deiner Freundesliste? Vielleicht habe ich ihn mal wieder. Ah, Firewrap oder. Hätte sein können, dass ich ihn irgendwie wieder gebannt habe. So. Ach, jetzt lese ich deine Nachricht gerade, Silvan. Verschlafen, fuck yeah. Der ist doch Skype. Ja, ich war ups. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Ich war zu sehr aufs Spiel fixiert. Die ist immer noch im Battle. Ich starte das Spiel neu. Quatsch immer. Ich muss mich eh noch anmelden. Ja. Hast noch ein wenig Zeit. Sorry, Passwort. Das gab's. Remember me. Remember the 5th of November. So. Oder Forth, ist mir gut. Ja, jetzt Victory. Na also. Oh, ich hab doch inklusive meinem Bonus jetzt 900 Silber bekommen. Nice. Gut. So. Time without action is time wasted. Oh, ich kann meine Helme noch verbessern. Katsching! Ich sag doch, das geht schlimmer. Die sehen doch jetzt richtig scheiße aus, oder? Die sehen genauso aus wie die vorherigen. Ja, du musst ja auch noch kaufen. Bisschen, keine Ahnung. Minimal anders. Kein Unterschied. Okay, ich hab dich mal geinvited. Ja, warte. Please choose a setup which suits your playstyle. Es gibt nur einen Unterschied, das ist, glaub, der erste Punkt oder so. Der Rest ist genau gleich, wenn du dir das wünschst. Okay. Ja, das. So, jetzt. Was sind hier Optionen? Ist das so laut? Meine Ohren sind gar gestorben. Oh, ich muss Slash Roll machen. Schön, dass du mich erinnerst. Genau. Nein! Ich komm gleich, ich muss nur kurz die Optionen, weil bei mir ist es auch noch im Fenster. Ja. Ich hab's auch im Fenster. Wenn du aber die Auflösung von deinem Bildschirm nimmst, also, keine Ahnung, Quad HD, dann solltest du keinen Rand haben. Also Borderless Window letztendlich. Ja. Das ist schlau gelöst. Ich meine, es macht Sinn. Du wirst nicht ein Spiel im Fenster spielen, das so groß ist wie dein Bildschirm. Projection Test will ich nicht. Selection Marker Pair, okay. Ist das eigentlich wie das normale Total War? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das normale Total War ist. Dann kenne ich es. So geguckt. Also ich habe es vorhin verglichen mit World of Tanks. Nur du hast halt drei Einheiten. Hey, was? Ja, du kennst halt die Total War-Serie nicht. Ja, das ist richtig, ja. Hat man immer nur drei Einheiten? Nee. Wenn du mal hast du bis zu 20 an je 160 Mann. Okay. Wieso blinkt denn hier mein Bonusteil? Keine Ahnung, ich will das gar nicht lesen. Okay, was muss ich jetzt tun? Ich komme nicht mit. Du hast ganz oben links Commanders, Barracks, Army. Klick mal da auf Commanders und such dir irgendeinen raus, den du schon auswählen kannst. Ich mag die Römer, ich geh mal zu den Römern. Ja, Cäsar, klar, das ist cool. Cäsar spielt aber eher so mit irgendwelchen, keine Ahnung, Katapulten und so Zeug. Ja, dann nehme ich halt Germanicus. Scheißegal, ich bin einfach ein Römer. Okay, alles klar. Dann klickst du auf den nächsten Pfeil Barracks. Da hast du deine Einheiten. Im Moment hast du wahrscheinlich zwei Stück zur Auswahl. Ja, die Pfeilbogen und Hoplite. Genau. Und ich würde dreimal die gleichen nehmen. Gut, dann nehme ich mal den Nahkampf. Weil ich kenne Volos, der hat eh schon die Pfeilbogenschützen genommen, da muss ich schon gar lange nicht fragen. Genau. Und wenn du eine wegnehmen willst, dann gehst halt nach unten auf diese Einheit, klickst auf Remove und machst dann Plus oder fügst hinzu die andere Einheit. Der Army ist letztendlich nur der Skill Tree. Also da siehst du von wo nach wo du dich skillen kannst. Ja, ich sehe genau. Fernkampf, Nahkampf, Ballisten, Quatsch, was weiß ich, Pikeniere, Reiter, ja, all dieses Zeug halt. Genau. So. Rechts oben hast du ein paar Münzen oder Währungen, die sind jetzt im Moment mal nicht so wichtig. Was rechts oben sind bei mir so weiße Kästen. Grafikpark. Ja, wahrscheinlich. Wenn da einfach nur häslige... Also Silvan, weißt du, wenn du deinen Skin verkaufen würdest, könntest du den Computer leisten, der das nicht hat.
Über sein PC würde ich jetzt nicht diskutieren wollen, Buddy. Internet. Du könntest fucking Satelliten-Internet kaufen. Und das Beste. Du könntest NASA-Internet kaufen. Wie oft kann man eigentlich rollen? Ach, 60 Sekunden, alles klar. Ach, Vorsicht, hast du schon erzählt mit meinem Skin für CSGO. Na, natürlich. Das war das allererste. Ich hab schon einen Spendenaufruf bekommen, dass ich zu dir fahre und dir ins Gesicht hau. Ach, das... Nee, das ist mein Skin. So, Atair hat seine Zeichnung für mich fertig. Check ich gleich mal ab. Mein Gott, das sieht aus wie ein Hulk. Look at this. Ist einfach ein grünes Gesicht. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Du bist Level 1 noch, gell? Ja. Gut, dann müssen wir Tier 1 oder Tier 2 nehmen, Flo. Oh, ach so. Wallace, jetzt kann ich dich sogar mit historischen Daten zulaufen, weil jetzt muss ich interessiert. Doch, jetzt kann ich dich zulaufen, zum Beispiel wer Arminius war oder alles Alexander klar. Der Große oder Leonidas. Dann nehme ich tatsächlich mal Cäsar. So. Oder ich kann nicht sagen, wer Cäsar. Seid ihr in meiner Party eigentlich drin? Oder? Moment. Firewrap ist dabei, Marcin kann das dabei, Flo, du bist noch nicht dabei. Ich sehe es gerade, warum nicht? Lad mich ein. Hab ich. Oh. Ja. Cool. So, also bitte, nimmst jeder ein Team wählen. Wie, was ein Team wählen? Ich bin ein Team. Oder halt, ja, jeden Gott wählen oder Commander. Alle ich fertig? Nehm dann mal die Speerwerfer, ne? Okay. Irgendwas mit Stufe 1 oder Stufe 2 halt. Ja, genau, Stufe 1 sind die. Okay. Cäsar habe ich noch nie gespielt und wahrscheinlich gibt es ein bisschen Zusatzpunkte. Silvan, welche Einheit hast du? Die Hopliten, die Miliz-Hopliten. Okay. Ich könnte noch Bogen schützen, aber wohl ist nee, mach Nahkämpfer. Dann bitte einmal oben OK drücken. Auf Play. Oh. Auf Play. Ach so. Atair schreibt, das ist dein Minecraft-Skin. Das sieht aus wie ein mutierter Hulk, aber ich nehm's trotzdem als mein Profilbild in Twitter. Ist doch wohl. Im Moment habe ich immer noch mich mit Unterhose auf dem Kopf drin. Das ist auch nicht besser. Ja. Wieso denn das? Die haben zu dir gesagt, hey, schick mir ein Bild von dir in Unterwäsche oder was? und so hoch zieht sich die mit. Karl, du hast ja schon gesehen, das Bild mit Foles und mit dem BH, oder? Ja, nee. Wovor ist das BH nicht? So. Naja, Mona hat es gemacht. Ich glaube, ich will es gar nicht. Und dann. doch, das kriegst du doch. Ich schick's jetzt noch über Skype. Nö. Herr Magier. Das musst du sehen. Dann kannst du mir für immer und ewig das unter die Nase reiben. Oh Gott. Ja, pass mal auf, du hast 2000 Euro in Form eines Skins. Du bist dir das Opfer. Oh, nee. Den habe ich jetzt kaum gesehen. Ja, das ist 1500. Ja. Wenn es nur 50 wäre, ich würde es dir kaufen. Ich bin Pixel. Und dann habe ich noch andere Skins hier, 200 bis 100. Also mein ganzes Team-Inventar hat einen Wert von ein bisschen mehr als 4000 Euro. Es ist fast so viel, wie du für League of Legends ausgegeben hast. Nee, für die Skins habe ich vielleicht 200 Euro ausgegeben. Immer noch bekloppt. Tja. Ja, Silvan hat schon auch gutes Dusel beim Ziehen von den Skins, aber ja. Ich bin so der typische keinen Cent für irgendwelche Free-to-Play-Spiele ausgeben. Deswegen bist du ein bisschen fertig, Flo. Du bist ein richtiger Sparbe. Oder? Ich bin auch so. Das heißt Free-to-Play. Das geht gerade. Gut, CSGO ist nicht Free-to-Play, aber trotzdem. Warum sollte ich das? Ich habe keinen zusätzlichen Content. Ich habe nichts davon. Nichts. Doch, dein kleines Ego wird gestärkt. Dein mickriger Penis wird irgendwie anders subventioniert. Also nur zur Info, die Dragon-Dog-Common-Spiele ich einsetzen, ja. Ja, stimmt. Silvan hat tatsächlich schon in manchen Spielen die Waffe einfach auf den Boden hingeworfen. Die Leute sind dann gekommen, haben sie gegeiert und dann haben sie es einfach easy gehabt, sie zu killen. Wie dumm kann man sein? Wegen so einem Skin so, geil. Ja, ist der geil und dann wirst du abgeknallt. GG. Ja, weil wenn du den Skin aufnimmst, hast du ja diese Timer, sie nachlädt oder was weiß ich. Jetzt halt, da schießt du ihn halt. Und dann wartest du, bis der nächste kommt. Schlaue Menschen. Wieso dauert denn das so lange? Das dauert immer so lange. Ach, fass dich deiner Denkgeschwindigkeit an. Damn! Say wow. Ach ja. Und das passt sich meinem Penis an. Lang.
Schlecht. Oh Mann. Ja, es geht los. Vielleicht. Ja. Wieso bin ich jetzt Griechenland? Ich hab doch. Oh, ich krieg die Faust gar nicht mehr. Hä? Du bist halt behindert. Nee, wieso geht das von 95 auf 93%? Das Spiel ist komisch. Naja, genau. Sylvan hat noch keine Sekunde das richtige Spiel gespielt, aber ist schon komisch. Der Ladescreen ist komisch, ja. Okay. Dann bin ich halt Leonidas. Oh, Night Army ist da. Hallo, Night Army. Hi, Night Army. Wer hat hier denn? Wer hat das Bambusleitung? Wer hat sie? Der Chinese? Du. Ne, Brightside und Rubik 1-3-3 und die anderen haben einmal RW. Kommst du nicht? Ich bin loaded. Naja, wir sind alle loaded. Bei denen sind sogar 4 noch. Bei uns noch 2. Dein Skin sieht aus wie ein Spost. Mal ohne Spaß, Cäsar sieht ja aus mit dieser riesen Nase da. Ja. Hatte der eine große Nase? Ich hatte keine Ahnung. Er hatte immer den. Ich hab gedacht, du weißt schon Scheiß. Ich weiß auch nicht, wie der wirklich aussah. Ich weiß nur, was für Schlachten er gemacht hat und wo gewonnen und wo und wann Gallien verloren. Ja, Gallien eingenommen und dann wurde er zum Mächtig und wurde ermordet. Auch du, so, Brutus. Dam. Was ich so geil fand, der wurde ja mal als Jugendlicher von Piraten gefangen genommen. Wir gehen auf die rechte Front. Okay, 7, 8, 9. Ich kenne die Mitte. Ich kenne Wald. Ein cool bin. 7, 8, 9. Nein, 9. Ja, 7, 9, 11, sorry. Nee, 7, 9, 11. Nee, jetzt bin ich aber auf der 11. Dann geh auf. Ja, passt. Ja. Hab ja Speerwerfer. Ich warte ein bisschen kommen und ich mach den Hide-Angriff. Auf jeden Fall, er wurde da als von Piraten gefangen genommen. Aber war dann da so sympathisch, dass sie ihn auf dem Deck sozusagen wieder freigelassen haben. Und dann hat er mit denen sich angefreundet und immer wieder so schatzhaft erzählt: Ja, wenn ihr mich mal freilasst, ich bringe euch um. Das fand die irgendwie voll lustig und so. Und dann haben sie ihn tatsächlich freigelassen. Er hat eine Flotte geholt und alle umgebracht. Like a bad, wenn dir jemand schon sagt, dass er dich umbringen wird, dann kann er doch gar nicht mehr sympathisch sein. Nein, ich weiß nicht. Das neue Total War kommt dieses Jahr im April noch raus, was es ja nicht interessiert. Das ist das erste Fantasy-Spiel. So, wir halten diese Brücke. Das ist Regel Nummer 1, wir halten diese Brücke. Also. Mit Leertaste kannst du übrigens die Bewegungen bzw. die Reichweite von deinen Einheiten sehen, Sylvan. Das heißt, mit Zeug, was ich schon kenne. Ist mir doch scheißegal, bevor du irgendwas verpasst. Verteidigung. Spaß. Später heißt es dann, hätte ich das... Bewegt deine Einheiten, komm bitte. Dankeschön. Einfach an die allerunterste Verteidigungslinie hier hin. Und hier vielleicht auch noch einen hin. Sind die Hotkeys schon die gleichen wie im normalen Spiel? Also R ist für Rennen und so. Was, R für Rennen? Ja, du kannst die Einheiten marschieren und rennen. Also zumindest im Hauptspiel ist es so. Nö. Na, das brauchst du hier eigentlich nicht wirklich. Ach so, okay. Bam, da kommst du. Achtung, haltet euch ready. Ready for impact. Was ist da so weit nach vorne? Kein Range. Move out! We have drawn first blood. Jawohl, jawohl, jawohl. Noch nicht, lasst sie kommen. At speed! Ah, bewegt sich. Achtung, er geht mit. Jo, mit ein bisschen mit dem Bogenschuss nicht vor die meine Armee. Jetzt warten wir vor der Brücke und die vor der Brücke, oder was? Ja. Er kommt mit dem Bogen. Die kommen! Nee. Was tut der? Ist der dumm? Jawohl! Gibt's hier eigentlich auch Red Fire? Speere! Marsch! Hurensohn, stirb! Da steht er einfach. Und hofft, dass es vorbeigeht. Was denn, Horst? So, der hat jetzt einen General da vorne. Der ist tot. Keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, ob der General stirbt hier. Sagen es auf jeden Fall immer okay, an. Eure Leute bitte vor, Nahkämpfer. Dankeschön. Jawohl, die Bogenschützen kriegen ab. Wow! Yeah. Die standen bis gerade eben noch, jetzt sind sie alle tot.
Alter Spalter. Ich nehme einfach mal die nächsten ins Visier. Geh auf die linken Seite. Ja, ich gehe auf die rechten. Wobei, ich schieße mal alle auf einen. Was sie wollen abhauen, vergesst, dass ihr werdet ermordet. Hier gibt's keine Überlebenden. Alter, was für ein Regen! So ein Gemetzel! Er hat sich mit den Falschen angelegt! Wo laufen meine Typen denn jetzt? Gehen über die Brücke, ja. Ich geh über die Brücke. Oh, jetzt verstecken sie sich. So, hier Muschis. Ja, die Leute. Die kommen jetzt gleich raus da. Schieß mal die Bogenschützen da noch ein bisschen rennen, weil einer hat ja nichts los. So. Wisch mal noch ein bisschen. Haben wir schon gedacht, wo sie sind. Gut. Achtung, jetzt wird es ein friendly fire von hinten sein. Ja, auch ja. Noch. Okay. Jawohl, schön. Wir sind weit im Nachgehen, also wir sind weit am Verlieren, Leute. Verlieren? Hau! Ja. Wie schlecht ist schon das Team? Oben links sind unsere Punkte, oben rechts die gegnerische, beziehungsweise. Weil wir müssen ihre Basis rein. Ach so. Oh. Ja, warte, ich charge schon schnell back charge von denen und gehen hauen die gleich um. Schee. Was ich halt schon immer cool von einem Spiel ist, dass die Leichen bleiben einfach liegen. Das ist ein riesen Gemetzler, dass du da auch so tausende von Leichen. Schneller, Leute. Der Weg gleich in die richtige Richtung. Ja, ich muss hier noch zuerst ermorden. Nein, schneller! Keine Zeit für Morde! So, jetzt holen wir uns. Da werden meine Einheiten noch geschossen. Von wo? Ach, leben ja noch Leute. Oh, da lebt ja noch was. Oh! Our base is being captured. Bin hinter dir, Maddy. Gott, jetzt nicht. Und sobald wir eingenommen werden, siehst du es oben. Links oder rechts neben der Zeit. Rechts gegnerisch, links deutlich. Wir brauchen die Nahkämpfe jetzt. Rund doch. Komm wieder schon. Aber die scheinen nicht gerade auf Verteidigung gegangen zu sein. Jo, jetzt siehst du die Prozente hochwandern. Je mehr Einheiten da drin stehen, desto schneller. So, die Spartiaten kommen jetzt hier. Versuch mit deinen Leuten uns zu verteidigen, also deine vor uns zu stellen. Yep. Ja, wir haben eh gleich gewonnen. Wenn die jetzt nicht zufällig mit unseren Leuten angerannt kommen, dann haben wir es. Fire Raptor, beweg dich rein zu uns. Ja, ich bin schon dabei. Gib noch mal ein paar Sekunden Zeit. Man braucht die richtigen Moves. We're capturing the enemy base. Boah, guck mal, wie sie es versuchen. Nett. Und wir haben. Ja, wir haben Einheit technisch sogar weniger gehabt als die. So, schön gemacht. Sehr, sehr schön, ja. Jetzt kommen wir in die Battle. Ja, Schlacht. Ich dachte, es sei gewonnen. Naja, das. Keine Ahnung. Ist halt Beta. Kann auch sein, dass du dein Spiel dann neu starten musst, wenn das die ganze Zeit dasteht. Oder du suchst dir einen anderen Commander raus. Wollte ich aber eh ein. Ja, ich würde alle mal ein bisschen durchprobieren. Ich bin gleich ein Römer-Fan. Ja, dann spiel Römer. Meine ist immer noch in the Battle. Warum auch immer? Meine auch. Sonst habe ich ja kaum noch jemanden. Germanicus könnte ich noch spielen. Spiel doch, wie hieß er der Germanicus hieß? Nein, der ist nicht. Gib mir mal eine Sekunde, hier fiebst das bei mir. Der Oske? Was? Nee, das ist Arminius. Ja, das war der die Römer besiegt hat. Im Teutoburger Wald. Bei euch da in Deutschland. Das ist ein Deutsch. Arminius ist der Shit. Indem er sich so aus dem Wald her angegriffen hat und die Römer sich nicht formieren konnten zu seiner Einheit da, zu dieser Blockformation. So ist das also gewesen. Und mit dieser Taktik haben sie Griechenland besiegt. Der Griechenland hat ja diese Speerwände gehabt, die nur nach vorne kämpfen konnten. Also, das ist immer noch gekämpft. Im Kampf. Dun. Geschichtsstunde mit Silvan. Oh je. Yeah. Ich könnte dir so viel noch erzählen über die Römer. Stop it, please! No! Ich hab's alles erzählt. Oh ja, was auch wichtig ist, du kannst im Global Chat slash Roll machen. Und wenn du dann 100 von 100 würfelst, dann gibt's was Geiles. Keine Ahnung, was irgendwer meinte vorhin wohl, ein Legendary oder so. Was? 79 von 100? Ja, du musst 100 von 100 würfeln. Ich hatte schon 99, aber. Das sind halt keine 100.
Das erste, was ich geworfen habe, waren 99. Ja, zum zweiten Mal 69. Ein Zeichen. So. Also ich nehme mal meine Reiter mit Arminius. Why not? Du weißt doch, dass du dann schaust. Immer noch im Battle. Hä? Kann es sein, dass ich nicht mit euch im Team bin? Yep, ich bin nämlich rausgegangen kurz. Weil ich immer noch im Battle bin, warum auch immer. Mein Typ glaub auch. Ja, ja, Julius, immer noch. Hm. Einfach okay. Nochmal ein Game mit jemand anders zocken. Du musst eh die Low-Leveligeren nehmen, Silvan. Lustig war eigentlich, dass das Arena Total War mal geplant war, als nicht auf eine Epoche der Zeit, also diese römische Zeit, spezialisierte Zeit, sondern alle Epochen durchgehen sollte. Aha. Also, dass du halt so Römer dann gegen. Haben keine Ahnung, was wollten sie so gar nicht wirklich ein historisches Spiel machen. Okay. Also weißt du, so Musketenschützen ja. Rein, die sind dann dafür halt sehr schwach im Nahkampf, also hatten die Römer stark waren und sowas Zeug. Ja, warum auch nicht? Ich meine. Und dann gab's. Dann hast du auch ein bisschen mehr Abwechslung einfach. Und dann hätte es die Gatlings gegeben, die einfach overpowered gewesen wären. So wie in Fall of the Samurai. So, okay. Ist er drin? Was nimmt ihr denn für Einheit? Ich glaube, ich hab Schwertkämpfe. Okay, Flo, weiter? Ja. Aber wenn ich auf Play klicke. Ah ja. Passt. I'm ready. Okay. Mein Handy. Fireraptor noch nicht. Was? Matchmaking failed. Ja, dann klick's weg und probier nochmal schon bei mir. Jetzt seid ihr beide, okay. Here we go. So, was habe ich hier noch? Oh, Silvan hat mir geschrieben, fuck 7 Uhr. Ja, das war dann zuerst mit dem Handy. Aber eben das neue Total War im Art ist ja kein historisches Total War mehr, sondern ist ein Fantasy dieses Mal mit Orks und Vampiren. Aha. Und der Chaos spielt im Warhammer-Universum. Was auch das was sagt. Nein! Oh, jetzt habe ich Victory bekommen, jawohl, und yeah. 2300 Punkte, yo! Ja, ich hab 1200. Warum bekomme ich so wenig? Ja, also Silvan, ich rate dir dazu, immer verschiedene Commanders zu spielen. Es gibt mehr Punkte. Für Diversity. Du kriegst schon immer so ein 300%, also dreifachen Bonus halt. Aber. Das ist für den Anfang einfach wichtig. Was kann man denn eigentlich in diesem Spiel mit Echtgeld kaufen? Also, oh, ist das ein Pay-to-Win? Ist das das Erste, was er fragt? Ich will nur wissen, ob es Pay-to-Win ist, mehr nicht. Farben, du kannst dir Farben kaufen. Ach so, okay. Ja, du kannst auch anhalten. G, in Ehren von Gustav. Gustav. Danke. Das einzige Spiel, wo ich wirklich Geld, also ich habe nicht weder bei War Thunder Geld ausgegeben, ich werde hier kein Geld, das ist nur bei CSGO, habe ich Geld ausgegeben, weil mir das Spiel auch Spaß macht. Ende. Nee. Dir macht's nur Spaß, weil du Geld dafür ausgibst, ja. Kannst nur genau. Spaß haben, wenn du was ausgeben kannst, so. So ist das. Ja, Silvan muss sich Anerkennung durch Zeug einkaufen gewinnen. Wer sonst nichts kann? Ja! Hörst du das, Silvan? Du kannst nicht! Gold kann schimmeln. Du bist echt am Erd Legendary Eagle! Oh mein Gott! Und woher ermittelt man diesen Preis, wie viel das Ding wert ist? Das ist der Preis, der einfach auf der Website, also auf der angegeben wird. Frag mich nicht, der ist einfach umso seltener Skin, umso teuer ist er wert. Und da der Skin nicht gedroppt wird, welche, wo gehen wir hin? 12-1-2? Ja, oh. Ja, 12-1-2. Ich hab 12. Ich bin 1. Wir sind ja alle Nahkämpfer, okay. Alle drei? Ich bin halt Reiter. Ja. Gut, das ist klasse. Reiter nimmst du auseinander, also du nimmst die Bogenschützen auseinander. Ja. Und wir nehmen sozusagen alles andere auseinander. Wir nehmen die Impf auseinander. Auseinander. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ich weiß, dass ihr neidisch auf mein Skin seid. Darum hatet ihr mich so. Das ist mir schon bewusst. Warum ist auf der anderen Seite eigentlich kein Gegnerteam angezeigt? Bei mir? ja. Weil das muss so in dem Ladebildschirm. Ja. Also ich sehe auch deine rote Fahne. So. Their base or cut them down. Also. Ah. Lass mal einfach mal voran, wa?
Gehen wir mal die... Wo gehen wir denn? Rechte Flanke hoch? Ja, komm. Soll ich auch da hochkommen, rechts? Ja, warum nicht? Okay. Flo, du kannst ja mal vielleicht versuchen, den Dingsturm einzunehmen. Welchen Turm meinst du? Den hier. Ah, ja, ich schicke meine Einheiten mal dahin. Weißt du was, dann bringe ich meine auch grob in die Richtung. Aber es wird lang brauchen, bis die da ankommen. Ne, ich laufe doch weiter rechts rum. Da kommen schon die ersten Speerwerfer. In rein, Angriff. Ja, Bogenschützen musst du töten vor der Speerwerfer. Wobei, nee, da kommt noch mehr zurück. Halt! Zurück! Was du echt Angst haben musst, sind die Speertäge. Aua. Ja, ich glaube. Achtung, rechte Seite. Ich nehme immer noch den Kick. Könnt ihr rechts? Ja, rechts hatte ich gleich Hilfe brauchen, da kommen nämlich jetzt, glaube ich. Ich komme gleich, ich nehme kurz den Turm ein. Ich komme auch gleich zu dir, keine Angst. Hab ihn! Oh! Jetzt sehen wir schön. Ich geh rechts durch der Wald durch. Seid ihr denn überhaupt ganz rechts? Ja, ah, ich bin ganz rechts. Wir waren Reiter und ich weiß nicht, wo die waren. Da kommen gleich, sind der Speerteig und Speerwerfer. Hallo Rolli, ja, ich versuche mein Bestes. Oh. In der Mitte, okay. Ja. Du kannst übrigens mal schon ruhig mal einen Charge-Angriff machen und dann wieder raus da. Du machst viel Schaden bei einem Charge, also da rein. Ja, rechts. Aber das sind halt nicht nur Speerwerfer. Ich hab sie gleich in der Mangel. Alles cool. Jawohl, halt sie einfach hin. Durch. So, ich gehe mal frontal da rein. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hinterher renne hier. Das ist ein Hund. Okay. Ja, aber ich komm wieder her, Flo. Jawohl. Ich hab hier Leiter bei mir. Komm schon wieder. Und jetzt brauche ich Hilfe. Ja, da stehen zwar noch Gegner, aber ich. Oh, tschüss, wieder rein, einfach. George! Oh shit. Ja, ich werde hier aufgehalten. Das ist ja ein Hauptspiel, also dem gekauften Einheiten heißt typische Speerträger, sind so schwarze. Das sind einfach die schlechteste Einheit im ganzen Spiel. Ne? Wir haben Bogenschützenunterstützung. Kolos, zieh da raus, komm. Ja. Aber hilf mir bitte, also reinchargen da. Yes, sir. Our unit has recovered. Recall them. So, der ist zu dem. Ja, und die hat ihre Mitte, hey. Ja, punktemäßig sehr ausgeglichen. Ja, die Speerträger. Wir hatten hier schon die. Oh, wie hießen denn die Einheiten? Die Atari, genau. Ah ja, Atari. Die billigsten ein. Bei den Römern war es ja so, sie hatten drei Linien. Zuvor, das war die Hatari, das waren so die Milizeinheiten sozusagen. Dann kamen die. Ja, juckt doch jetzt gerade nicht. Doch, das muss dich interessieren. Halt dein Maul! Ja, die halten verdammt lang durch. Ja, aber es hat auch schon. Die haben halt auch Rüstung im Mund. Wir müssen da links ein bisschen helfen. Neben dem Turm. Aber. Spaß, was ich eigentlich, wie viele Einheiten meiner Dings noch hat? Meine Einheiten. Ja, jetzt sind Bogenschützen auch noch im Nahkampf an, oder was? Tatsächlich. Ah ja, top. Das ist 16. Ja, ihre Moral ist auf jeden Fall komplett niedrig. Ja, wir haben sie auch nicht eingekleidet. Ja. So, ich hilf mal hier dem Teammate. Sehr schön, jetzt lange. Das ist ein Gemetzel hier. Versuchen, Parry zu machen. Ich bin mal gespannt, ob es dafür auch mal noch einen Core-DLC, Blood and Gore DLC gibt. Ich glaube es nämlich fürs Hauptspiel. Okay. Da fliegen Körperteile rum. Oh ja, da kommen wieder. Oh shit. oh shit. Wo seid ihr denn? Ganz rechts oder so? Ah ja, da. Wir bräuchten da links ein bisschen Hilfe von euch. Ja, ich habe leider immer noch diese Cock-Einheiten hier. Oh, ihr Hurensöhne, fickt euch. Speed. Our unit has recovered. Recall them. Die Moral ist das Weiße, nämlich an sich, das Rechte. Das Rote ist das Leben. Ja, erkannt. Ja, aber wir haben es jetzt.
Weiter Marsch. Hä? Steckt da irgendwo zwischendrin noch. Alles klar. Reiter zurück bitte. Reiter zurück. Ah, die sind eh schon so gut wie alle tot. Komm da nicht raus. Und zur Basis wird eingenommen. Natürlich echt ungünstig. Er braucht, dort brauchte der Team mit dem Hilfe, weil er nur Bogenschützen hat. Das ist ein Schwerkampf. Oh oh. Noch mehr. Da vorne, mitten mit drin. Ja, da komme ich raus. Hallo! Das sind meine letzten Einheiten. Das ist meine letzte Einheit. So, dann bringst du zurück zur Verteidigung, versuch's einfach. Ich geh mal. Ja, ich werde abgeschossen. Berg. Die stehen da oben übrigens an dem Turm. Nur mal so. Ich geh jetzt mal diesen Typen hier helfen. Einfach mal durchwatscheln hier. So, Basis. Sorry, ich komm nicht hin. Ich schaff es nicht. Not gonna make it. Was sind meine letzten Einheiten? Kann ich eigentlich. Ah ja, Doppelklick kann ich zu ihnen springen. Ich will sowas okay. Also hier nehmen nicht so viele gegnerische Einheiten, wir müssen bergauf kämpfen. Ach, wir haben verloren. Ja, kein Wunder, ich bin hier abgestorben. Warum? Hey, und warum habe ich 2000 reingenommen? Ich kapiere es nicht. Ich auch nicht. Echt, das ist manchmal so, ich habe voll viel eingenommen und dann wieder so, und dann doch nicht. Ja. Mal ist es viel und mal nicht. Verstehe ich nicht. Egal. So, Silvan, du solltest jetzt wahrscheinlich mal genügend Punkte haben, um ein bisschen abzugraden. Darf ich dir erklären, wie? Ja, warte. Okay, das gab's schon. Oh, war ja. Nee, erklär schon. In der untersten Leiste wählst du entweder eben deinen Commander aus oder deine Einheiten und dann hast du da diesen Skillbaum. Da kannst du letztendlich wählen. Ach so. Ja. Wenn du nicht weißt, wo irgendein Weg hinführt, oder wenn du genau wissen willst, worauf du, oder schon weißt, worauf du später raus willst, kannst du unter Army halt schauen, was du am schönsten skillst, in welche Richtung oder was als nächstes, um am schnellsten zu deinem Ziel zu kommen. Und ansonsten halt das skillen, was du cool findest. Also wie meinst du das, wenn ich jetzt hier Italian Swordsman machen will? Dann muss ich all das gelernt haben, was da drin steht, oder wie? Was ist das, Italien? Wo sind die denn? Das zweite. Bei den Milizia-Swords nach denen. Du siehst es, wenn du deine Einheit oder die vorherige Einheit auswählst. Dann siehst du ja, was du skillen musst, um die zu kriegen. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Genau. Manchmal brauchst du die Tunika, dann brauchst du einen Pfeil und Bogen. Immer unterschiedlich. Das muss ich jetzt. Was muss ich da jetzt mit grün oder blau bezahlen oder was muss ich da machen? Bevorzugt mit grün würde ich behaupten, weil blau brauchst du auch, um deinen Helden zu skillen. Okay. Ja. So. Achso, ist das nicht einmal das echt Geld? Okay. Ja, es gibt halt Commander-Punkte, das sind die blauen und die grünen sind eigentlich die Einheitspunkte. Du kannst aber mit Commander-Punkten auch für deine Einheiten zahlen. Oder für Upgrades für die Einheiten. Die Punkte der oder die Einheitspunkte siehst du aber nur, wenn du auch eine Einheit ausgewählt hast. Dann steht oben über diesem Skill Baumartigen Ding die grüne Zahl dran. So, Altair fragt, wie installiert man dieses Spiel? Bin nicht der Hellste. Auf Steam einfach suchen. Dann gibt's da irgendwo so einen Link, wo man sich registrieren kann oder halt seine E-Mail hinterlegen. Die schicken einem dann einen Link zu, da klickt man dann drauf. Da ist dann ein Key drin, den aktiviert man auf Steam. Es ist tatsächlich nicht so einfach.
Man aktiviert den Key auf Steam, dann lädt man das Spiel runter, dann registriert man sich noch für das Spiel, aktiviert den Account über die E-Mail, und dann kannst du spielen. Exakt. Und hier löst sich jetzt das auch. Hey, ich bin, das ist ein bisschen komisch. Was habe ich denn jetzt überhaupt gelernt? Das hat mir gar kein nichts gebracht. Was hast du gelernt? Du kannst, wenn du dann tatsächlich so ganz rechts eine Einheit gelernt hast, hast du das? Aha. Also bist du rechts angekommen? Dann kannst du unten. Nein. Ich komm gar nicht mit. Ich habe mir vorhin so ein Schwertdingsterbums gekauft. Ja, dann musst du doch. Ich dachte schon, ich habe es gekauft. Ich habe es ja doch nicht gekauft. Hä? Na, du kaufst, du forschst es zuerst mit den Einheitspunkten oder von mir aus auch Forschungspunkten. Lernst du zuerst mal das Ding überhaupt und dann musst du es noch ausrüsten, indem du mit Silberlingen bezahlst. Genau. War das irgendwie verständlich? Ja. Wieder forschen und mit Silberlingen bezahlen. Genau. Ach so. Und dein Commander muss aber zuerst auf dem Tier sein, das deine Einheiten dann werden. Also der Commander ist immer die Voraussetzung vom Tier her. Erst den Commander-Skill, dann die Einheiten. Ja. Genau, ich bin jetzt mal Tier 2 immer noch. Oh, ich muss rollen. Hier. Okay. Nein, 50. So, und ich habe die neuen Toxotai gelernt. Sind die neuen Pfeil- und Bogenschützen-Typsels. Okay, Stufe? 4. 4 schon? Ja. Mit der Zynane. Okay. Ja, weißt du, wenn Sylvan halt 2 ist, dann ist es ja, so. Ja, nee, dann spiele ich das natürlich nicht, aber ich wollte ihn jetzt deswegen mal skillen lassen, und um dann zu fragen, welches Tier er ist. Ich bin 2. Gut. Dann brauche ich einen Commander. Miliziades. Moment, der ist noch 1. I am the servant of Greece. Bringen wir ihn mal eben auf 2 und nehmen uns andere Einheiten. Wenn er nicht. Ah, der kann auch Archers nehmen. Ja, gut. Okay. Ionian Archers. Hab ich. Die sind voll abgegradet, die gehen ab. Also 2 ist er immer noch? Ja. Cool. Okay, dann bitte ich euch doch einfach mal auf Play zu drücken. Dann. Ich stehe gar nicht mehr in der Party, nicht? Siehst du allerdings nur, also das einzige, wie es ich bisher gefunden habe, ist links unten auf die Sprechblase, also den Chat aufklappen. Und dann hast du da rechts so ein kleines Party-Symbol, wo so 4 Menschen sind. Genau, und da siehst du dann, wer alles in deiner Party ist. Ich glaube, sonst gibt es keine Möglichkeit, das zu sehen. Wow, ich habe noch einen blauen Punkt. Ja, dann. Ist es gut aufgegangen. Aber fast schon 5000 von diesem Kack Münzen. So, ich bin Bogenschütze übrigens. Was seid ihr? Ich bin Schwert, aber ich habe jetzt gute Schwertkämpfe. Ich habe jetzt italienische Schwertkämpfe. Ja, gut. 2 Bogen, ein Nahkampf. Okay, Flo. Wir können da schon, wenn die einen angreifen, Hell unleashen. Ja. Meine sind Tier 2 und voll abgegradet. Die müssen abgehen. Meine sind einfach cool, weil sie italienische Schwertkämpfe sind. Aber sicher doch. Aber schön, dass du es doch noch geschafft hast, mitzuspielen, Sylvan, gell? Respekt. Ja, bin nur ein bisschen sehr bemüdet und kaputt. Ja, aber ich auch. Mach dir nichts draus. Ja, ich sitze nur halb einschlafend vor dem PC. Aber sonst. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, ich habe eben nur 2 Stunden geschlafen heute. Ah. Ich muss noch einen Film fertig gucken. Ja, das ist so ein Film, die unendliche Geschichte der Reiz. Nee, der Hateful Eight, der geht 3 Stunden übrigens. Und er ist unglaublich brutal und blutig und witzig. Und es ist wichtig, dass man den auf jeden Fall während der Arbeit, beziehungsweise an einem Werktag geschaut hat. Ja, ich habe angefangen, da konnte ich nicht mehr aufhören. Oder wenn er jetzt vorher rumgeht, da wird ihm die Eier weggeschossen, ne, und dann schreit er rum. Nee, hörst du bitte auf zu spoilern? Was? Ich hab gesagt, er werden Eier weggeschossen. Das ist ein Major Spoiler, ja? Ich kann doch sagen, da explodieren Köpfe. Oh shit, das jetzt ist ein Major. Ich weiß jetzt. Ja, ich kick ihn jetzt. Stimmt, es gibt keinen anderen Film, wo das passiert.
Oh Mann. Echt, willst du den Film auch noch gucken, oder wie? Ja. Der Film ist cool. Das haben wir gesagt, ja. Der Film ist cool. Ich weiß, danke. Sure thing. So, 2 Minuten haben wir schon. Ach so. Der Caddy hat mich angeschrieben, ob ich Bock auf CSGO hab, denen fehlt noch ein Mann. Der ist momentan auch am süchtig werden. Anfangs hat er so berichtet von wegen, ja, ich hab letztens mal ein bisschen CSGO gespielt, war eigentlich ganz cool. Eine Woche später, so, ich hab jetzt einige Ranks gespielt, das war auch voll geil. Wir haben jetzt schon so eine kleine Gruppe gefunden. Frag ihn mal nach seinem Rang, bitte. Er hat, glaube ich, noch keinen. Okay. Keine Ahnung, ich frage ihn mal. Was hast du denn eigentlich mittlerweile für einen Rang? Nicht Rand, Rang! Fragezeichen. Gut. Abgesendet. 3 Minuten 20. They see me rolling. Ich wollte gerade sagen, rollen. Nein! Oh toll, der eine Typ hat 1 gerollt vor mir. Opfer! They see me rolling. 90. Ja. Ah, Session Setup. Ach, und heute habe ich noch den Film Ride Alone 2 gesehen, was ich den einer gesehen habe. Okay. Das ist eine Komödie. Aha. Action. Oh, Salonum. Tell me more. Oh, das sieht nach einer römischen Stadt aus. Das ist eine römische Stadt. Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt gehen wir wieder rein ins Ding da, in die Stadt. Als Bogenschütze ist es eigentlich dämlich, in die Stadt zu gehen. Ja. Es geht, wenn wir was botten, dann kannst du über die Häuser schießen, oder? Ja doch, das wird schon gehen. Wir gehen in die Stadt. Versuchen wir es in der Stadt. Also die Stadtposition nahe der Stadt wären, bitte. Also, du hast Speerkämpfer, sag ich das richtig? Oder hast du Schwert? Wir haben beide Fernkämpfer. Ach, ihr seid beide, ich bin eins, genau, okay. Mhm. Okay. Du musst uns einfach halten und wir schießen. Ja, ja, das ist klar, dass ihr den Damage macht und ich eigentlich am Fan, dass ihr getötet werdet. Okay, nein, das Stadt wären 1 bin ich. Okay, ich auf die 2. Hey! Okay, dann habe ich die 3. Ja, du ziehst dich einfach zurück. Ich bin der Dry. Ich bin die Nummer 3. Muss ich ja hier oben auf die Wir Richtung. Gucken, dass wir uns hier den Kampf machen. Also, Silvan wäre cool, wenn du hier und hier ablocken würdest. Ja, was, wo, wie? Was ist hier und hier? Da, wo die Zeichnung ist. Da, wo blaue Strich rein. Die, da muss so. Hier was hin. Ja. Gott. Ja, hier und da. Und dann stelle ich hier so ein bisschen hin. Und machst du bam, 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 da zerstören wir dann alle. Dann marschieren wir rein, so zack, zack, zack. Zeichen und zerstören da auch alle. Hallo, rechts unten gibt's so einen komischen Wurm. Da klickst du auf. Dann kannst du zeichnen. Sieht aber das ganze Team. Gebimmelt. Guck mal. Also, danke. Hässlich. Was? Sieht aus wie so ein Schwan oder so ein abgeknickter Film. Nein, ich will nicht mehr zeichnen, hör auf mit der Scheiße. Rechts klick. So. Also ich mach. Hier mach. Ich hoffe, ich gestellt jetzt den richtigen Wort. Was ein Game of Thrones sagt, der? Warte. Also ich das richtig, ich mach einmal hier eine Defensive und hier. Und ja, so eine Bogen. Oh, Le Ping. Komm, ihr Einheiten, bewegt euch. Also meine Einheiten sind so scheiße enorm. Ist hier noch keine vom Gegner? Angriff der Klonsoldaten. Dünn, dünn. Dünn, dünn. Sind echt alle gleich aus, die Soldaten, oder? Ohne Scheiß. Ich glaube, wir sind die einzigen in der Stadt. Ja.
Ach, wir halten die Scheiße hier. Ich habe welche gefunden. Hä? Was? Ist was gefunden? So. Marty hat Fressen gefunden. Hinterher! Ich stelle mich jetzt zuerst mal. Ah, doch, auf. Wir haben noch einen Teammate mitbekommen, der auch einen Pfeil- und Bogenfuzzi hat. Noch mehr? Ja. Soll ich mit dir mitkommen, Condor, oder? Oder schaffst du es alleine? Ich mache ein Feuer einfach nur. Ich stelle mich aber so auf, dass wir jetzt dich gegen George. Ja. Ist dir lieber, dass ich noch hier diese Baumallee, also wie die Baumallee steht, schütze? Oder an die Gasse, wo du stehst? Einfach mal vor, wir gehen Richtung ihrer Base, wir versuchen Hintergrund ihrer Base anzunehmen, weil die ist nämlich gerade nicht protected. Oh, oh. Sneaky Deaky. Mhm. Einige hier meine Einheiten wieder kommen. Bewegung hier, Jungs. Hey, look, Condor hat sich eine Einheit verirrt, das ist so weit hinten. Siehst du, wie Condor an, dass er eine einzelne Bond hinterher rennt? Ja. Also, es sieht halt schon geil aus. Wir nehmen einfach die Stadt ein, Leute, das machen wir. Und dann halten wir die scheiß Stadt und fertig. Damit rechnen die nicht. Ja, wenn so viele Einheiten plötzlich in der Stadt stehen, ist wahrscheinlich auch zügig eingenommen. Shit, the Gatling. Ja. Ist das komisch, shit, bleibst du in der Gatling doch. Alle anderen kämpfen und sind am Arbeiten. Und wir rennen halt einfach durch, das ist cool. Gibt's hier eigentlich. Bei der Frage, gibt's hier eigentlich auch so etwas wie ein Ausdauersystem und so ein Scheiß nicht, oder? Oh, wir wurden entdeckt, also es sind welche im Laufen. No. Beim Ausdauern nö, nicht wirklich. Also so wie im Haupt. Du spielst ja glaubst du Schuppen 2 oder so. Ja, ja. Eben, da weißt du ja, von was ich rede. Es auf sie. Guck, das macht man so. It's just too hilarious. Mega dick! Look at that dick though! Mit Sonnenblumen. Leck mich am Arsch, ey. Jetzt wird wieder angegriffen. Serious Game, Leute. Ja! Stell! Na, Kämpfer? Komm schon. Wir haben hier Fernkämpfer, die haben Fernkämpfer, die ich nicht sehe. Echt? Doch, ich sehe sie, ich greif sie an. Gut. Was war hier? Feuer! Oh shit, sehe sie nicht mehr. Nein! Ah, der macht grad übelst. Jawohl, jawohl, der gibt uns gleich Sicht, der eine Typ. Schuss! Bam! Oh, oh. Ja, er überrennt ein bisschen Bogenschütze gerade vor, sie haben auf da oben hoch. So viel Friendly Fire, aber ich bin hinter denen, ich mein. Ja, ja. Und ich bin so im Siege drin. Vor, es geht einfach rein. Ja, ich bin dabei. So, da oben ist auf jeden Fall ordentlich zerstört. Die Reiter kamen genau in der richtigen Sekunde. Jo, die waren richtig gut. The timing was goddamn right. Oh, er versucht Vorlass. Er kann nur Vorsicht, er kommt mit einer Einheit raus da. Oh mein Gott, wie kriege ich Einheit? Ich hab minus 600! Ich hab minus 200! What? Ich glaube, das Why? Ist die Fire. Ach so. Aber oh es macht statistisch gesehen Sinn, da anzugreifen. Warum sollte ich da nicht angreifen? Ja. You're not allowed to do this. Sevan, kannst du schon ein höheres Tier? Ich will meine geilen Bogenschützen jetzt endlich ausrüsten. Jetzt habe ich sie gerade gekauft. Da kommt Sevan dazu. Jetzt muss ich wieder die Noobs spielen. Nee, kann ich noch nicht auf Tier 3. Bei 180 Punkte, aber jetzt mal 55. Okay, dann bleibe ich einfach bei dem, was ich gerade habe. Ja, ich nehme Nahkämpfer. Ja. Warte, kann ich dann vielleicht noch gucken, ob ich meine. Nein! Ich bin ready. And now we wait. Und Fire Raptor, der sagt, er will spielen. Ich muss kurz killen.
Ganz kurz. Okay. Ja, wenn du auf Tier 3 kommst, wäre das cool. Ja, das kann ich noch nicht, weil dafür brauche ich, wie gesagt, mehr blaue Punkte. Ich frage mich, wie kann ich jetzt mal. Jetzt habe ich so eine Armor für meine Einheit gekauft. Die rüste ich denn jetzt aus? Na, einfach kaufen und dann mit Silber kaufen. Achso, genau. Das muss man nur einmal mit Silber kaufen und haben ja, alle ein. Ja. Ah. Okay. So okay, ist es. Gut. Es kann auch sein, dass du irgendwann deine Einheiten replenischen musst. Dafür gibt es dann nochmal einen Button für All einfach. Ja, ja, hab's schon gesehen. Wo? Wo sehe ich eigentlich meine grünen Punkte? Nur wenn du eine Einheit ausgewählt hast. Einheit auswählen, dann steht's direkt über diesem kleinen Skilltree, der da rechts abgezeichnet ist. Ach so, 39. Okay, okay. Genau. Ja, ich finde das User-Interface auch noch ein bisschen verbesserungs. Also von. Der ganze Bildschirm ist voll und der ganze Balken ist so ein Mini-Balken. Ernsthaft, der Balken könnte ein bisschen größer sein. Ich meine, sieht ja nicht was an. Ja, auch schon gesagt, und so das Team-Ding oder das Party-System. Keine Ahnung, wer in meiner Party ist, außer ich klicke auf den Chat. Warum denn? Da links ja, wäre so schön Platz für so große Das ist bei Warzone dasselbe, finde ich. Das ganze Interface sind so ganz kleine Balken. Ja, ja, ja. Da bin ich auch nie drauf klargekommen. Bei War Thunder war ich immer so mega am Suchen nach dem Zeug, so hä? Hä? Ja, ist echt so. Oh, mein Kumpel ist Silber Elite. Oh, nice. Ja, wir können ja mit unseren Smurfs theoretisch mit ihm dann spielen. Könnt mich. Und ich könnte ihn hochziehen. Ja, richtig, und dann können wir ein bisschen Serious spielen und. Ja. Oh. Aber er hat schon einige andere Teammates, also keine Ahnung. Bro, 46. Oh ja, ich könnte ja mal noch rollen. Aber da er ja einige Teammates hat, schätze ich mal, dass er schon irgendwann rauskommt aus Silber. Naja, die müssen halt einfach mal. Also am Anfang wirst du schon in Silber bleiben, dann einfach der Skill noch fällt. Ja. Zum Beispiel, er hat einiges CSS gezockt. Hey, aber CSS, ich kenne CSGO, aber zumindest kennt er die Map ein bisschen. Ja, ja, klar, aber kann was ist, es geht mir so mehr um den Recoil und all das, den Zeug noch dazu, oder? Ja. Was halt spielspezifisch wäre. Was steht für eine Map? Thermopylae? Das klingt griechisch irgendwie, so eine griechische Map. Also, vom Namen her. Aha. Wir sind jetzt alle Nahkämpfer, oder? Nein. Wir haben zwei Bots, ne, das ist wisst. Wir haben eine CPU. Ja. Ach du Scheiße. Ja, sind die Bots gut in dem Spiel? Sind das so AFK. CSGO-Bots, wo like einfach rumstehen? AFK. Oh. Gut, das heißt, wir sind schon mal zwei weniger. Keine Ahnung, wie sie dann die Gegner im Full-Team kriegen und mir. Ja, also letztes Mal, wo wir einen CPU hatten, hatten die auch einen. Dieses Mal nicht. Wäre blöd gewesen, den von FCSM rüber zu uns zu ziehen oder ja, so. Ja, schon. Ich meine, die haben kein einziges Team. Die hätte man ja einfach nehmen können, wie man Bock hat. Ja, beim Beta. Wir wären dann im Team mit einem Silber 1. Wow! Silber 1. Und einem dritthöchsten Rang. Und nochmal wen, den ich nicht kenne. Dritthöchsten Rang? Ja, ich denke mir auch gerade, wie wollen die zusammen spielen? Wenn sie Fulltips sind, geht's. Wenn sie kein Fullteam sind, geht's nicht. Der dritthöchste Rang ist der LEM, also Legendary Eagle Master. Ein sehr aus sich war. Ja. Was weiß ich. Das gibt doch gar keinen Sinn. In Silber 1 und. Ja. Frage: Wie kriegt man denn die Skins? Muss man die kaufen? Oder? Es gibt einmal die Momente, du spielst einfach, da kriegst du pro Woche kriegst du einen Drop. Das kann ein Skin sein. Oder ein Case. Und das Case kannst du öffnen, indem du dir einen Schlüssel kaufst. Und der kostet 2 Euro. Und dann kriegst du einen, und dann hast du halt entweder Pech und kriegst einen Cent-Skin raus oder hast du Glück und kriegst einen 200-Euro-Skin raus. Hm. Ja, so läuft das. Und dieses Case-Opening ist ein ganz großes Ding. Da gibt's Streams, die machen nur Cases auf. Eine Stunde lang oder sowas. Ja, ja. Nehmen die nur Schlüssel, Case auf, Schlüssel, ja, nächstes Case auf. Ja, aber das Schlimme ist, die Schlüssel kaufen nicht selbst, sondern die kriegen die geschenkt. Weißt du, so von dem kriegen sie 5, von dem kriegen sie 10, ja, ja, von dem schon, sie 39 klar. Oder so. Warum? Das, die ja, machen. Das, all die Pro-Spieler, die haben tausende von Skins. Kein einziger davon haben sie gekauft. Die kriegen ja, bei den Pros den kann ich es wenigstens verstehen, aber manche andere Leute, die einfach auch so. 5, 6, 7 oder 1, 2 und 3 bitte nehmen. Du meinst 10. 1, 2, 10, sorry. Ich okay, wer ist unser Fernkämpfer Flo? Halt du dich in die Mitte. Ich geh voraus. Geh mal Fireraptor, du machst den Hintergrund und du bist in der Mitte, okay? Wir gehen. Ja, schon in der Mitte. Ich bin die 2.
Okay, perfekt. Wir gehen hier hin und halten das hier. Das ist unsere Front, okay? Ich sicher hier ab. Fire Raptor, du sicherst hier ab. Und Flo, du positionierst einen da und einen hier entlang. Okay? Aha! Yes! Einen da, einen hier entlang. Ja, also ich und wir sichern jeweils ab. Also ich sichere eigentlich nach hinten, sehe ich das richtig? Genau, weil es kommen ganz oft einige so und rocken dann von hinten die Bude und das wollen wir nicht. Gut. Das wird ein hässlicher Kampf werden. Ach komm, SS dann sagt. Das wird wirklich hässlich werden, aber wir müssen das Ding so lange wie möglich halten. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Links hoch. Aber du gerade hochhältst. Genau, so hoch. Seht ihr's? Dort sind diese Turm, oder? Lauf doch erst da einfach los! Hauptsache, du läufst mal ungefähr in die Richtung. Dann muss ich hier zumachen. Ich würde immer gern noch weiter raus scrollen, aber ja, geht ist echt nicht so. Bei den Hauptspielen gab es so einen Trick, da konntest du mit einer Option so eine Kamera-Einstellung ändern. Da konntest du dann unglaublich weit raussuchen. Ja, das ist schön. So, praktisch kann man die Minimap eigentlich nur größer machen, nicht, oder? Ist auch noch so ein Ding, die könnte ruhig ein bisschen größer sein. Weil, ernsthaft, auf das siehst du gar nichts. Ja, wenn da jemand zeichnet erst, macht die immer so, ja, da! So, ja, wo denn da? Ja, schau doch auf die Minimap! Ja, da sehe ich es genauso wenig! Wenn man da so macht, ja, hier stellst du dich hin. Ja, sieht niemand auf dem grünen Hintergrund. Hört euch, Leute! Ich laufe schon, Matsch. Ja, ich bin gerade schon fast abgehängt. Genau. Eine Einheit. Ich hoffe, du, das ist okay, da wo ich mich jetzt positioniere, du willst mich noch ein bisschen näher an uns ran. So? Aber da kann ich auch gar keine drei Staffeln machen. Na, da kommst du noch hier? Oh, ja. Ich schieß, sobald ich kann. Feuer frei. Positionieren! Wie lange brauchen denn die, bis die schießen können? Die anderen beiden noch so das Vorlatschen, alles klar. Shoot! Okay, weiter vor, weiter vor. Nimm den Turm ein. Genau. Flo, du gehst zuerst den Turm ab. Jawohl. Einmal an den Rand eine Einheit. Oh, shit, da schießt wer hoch. Ich sehe sie nicht. Turm ran. Geh an den Turm ran. Bin dabei. What the? Schießt den Turm auch, oder was tut der? Ich brauche jetzt der gibt halt Vision ohne Ende. Ein paar runterschießen. Silvan, du kannst eine oder zwei Einheiten zu mir rüberbringen. Gut, kriegst du eine. Oh, oh, wird beschossen. Eigentlich zwei bin. Warum hab ich denn was ist denn los? Warum hauen meine Leute von mir ab? Moral mehr. Ist am Arsch. Ja, mein Commander wurde. Der Fernkämpfer von denen sind auf jeden Fall mal down. Ich brauche euch schon den Charge. Jawohl. Mit dem Charge rein. Die Fernkämpfer von denen sind tot. Ich positioniere mich dann dementsprechend. Ah, die kommt schon. Einmal hier, einmal hinter Silvan hin. So irgendwie. Eine Einheit in der Gruppe davor. Böse. Oh, hinter uns, hinter uns! What? Vorlass, du hättest oh ja, oh ja. Vorlass und die, What the fuck you doing? Jetzt, yeah. Da kommt die Kavallerie. Die kommt, das. Da kannst du dir noch retten. Weiß, Fallschatz! Scheiße. Oh, die schießen davor, ich hab keine Vision. No, ho, 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 ho. Rück mal vor, ich will die sehen, ich will die sehen. Ich push schon durch, ich guck, dass wenigstens eine oder zwei Einheiten durchkommen. Schön. Hier sind sie! Jawohl!
Schießen! Yo! So ist fein. Aha. Jetzt erstmal abziehen, ne? Sieh. Halten wir die Verteidigung oder machen wir den Charge? Oder soll ich die Rückseite aufgeben? Oder soll ich die noch halten? Ich weiß nicht. Also, die sind jetzt... Weiter. Okay. Wir können nicht reinstehen, sehr schön. Wir können ja nicht reinstehen. Also bleib mal hier. Also ich bleib hier. Ich habe das Problem, dass ich zwei Seiten muss. Ja, nimm mal den Turm ein, Silvan, mit einer Einheit hier. Genau. Stell sie einfach an den Masten hier hin. Genau. Dann sehen wir mal da runter, ob da was steht. Genau, einfach nah genug an die Flagge ran. Perfekt. Kann ich das mit der auch wieder weg schon, oder? Flo, Bogenschützen zu mir her, Bogenschützen her. Die sind in Sichtweite, guck mal. Jo. Oh ja, danke. Da muss einer drinstehen, das ist so kacke. Er weiß nicht, dass sie die sehen, ja, weil die könnten rausschießen. Noch ein klein wenig hin. Die anderen kommen auch. Sehe ich. Alles cool. Wenn die reinkommen, mach ich. Geh auf die untere, okay. Jo, ich schieß. Warte, ich bin auch noch einer zu dir. Ja, da kriegt man Schiss, wa? Feuer frei. Setz. Faltet ihr das alleine, kann ich meine Dinger alles hier ziehen. Jawohl, da gehen wir hinweg. Alter. Ha, zahlenmäßig sind wir gerade unterlegen. Okay, die sind tot. Metzel. Okay. Gut. Okay, wir sollten zurück Richtung Basis. Ja, ich glaube, verteidigen ist gerade die bessere Option. Also, den zu Basis. Das hier? Das blaue Fähnchen halt. Auf der Minimap. Achso, so zu Basis, also schon zur richtigen Basis, nicht da unser Turm. Ja, okay. Our base is being captured. Nee, Turm ist und bleibt Turm. Das muss der immer weglatschen, ey, dieser Mongo. Ich muss sagen, die Grafikkeit ganz okay. Feuer frei! Ja. Also, nein, du weißt, der Total War dort nicht mehr. Ja, ich komm nicht ganz ran. Ja. Die werden jetzt hier runterschießen von der Seite. Ey, wir sind ja schon erstmal wieder. Schieß! Ich geb ein bisschen. Da kommt noch eine, warte, die sind jetzt. Warte, von hinten kommt, von hinten kommt eine. Oh ja, ich drehe um. Okay. Ja, warte. Lass erstmal die zerstören. Feuer frei! Ja, jetzt. Danke, voll in den Shot. Hau in den rein, Silvan! Es rennt! Nein! Was die Wegfindung der Einheit ist noch ein bisschen kaputt. Ja, meine, die laufen manchmal richtig scheiß zusammen und bis sie dann angreifen, dauert's manchmal. Und wenn du ihnen befiehlst, zum Beispiel an den Rand von irgendeinem Ding, an so eine Klippe hinzustehen, dann machen sie das. Und wenn du dann sagst, sie sollen was angreifen, bleiben sie nicht stehen und schießen, sondern sie laufen erst noch fertig. Ja. Du musst ihnen also sagen, am besten da stehen bleiben, wo ihr gerade seid. Ich hab noch keine blauen Punkte bekommen. Normal ist immer noch im Battle. Meine auch noch. Meine auch. Könnte jetzt halt ein wenig dauern. Obwohl, wenn du so viel Freude an dem Spiel hast, könntest du dir auch mal eins der richtigen Total War Spiele kaufen. Da kann man ja auch große Schlachten machen. Einfach noch größer. Mal schauen. Ich nehme mal Leonidas mit Tier 3. Sollen wir mal eine Runde verteidigen? Ja, klar. So, meine ist jetzt raus. Ja, meine auch. 1000 Silber bekommen. Ich kann auch kein Tier 3 spielen. Tier 2? Kannst du Tier 2 spielen? Bin ich schon. Okay, gut, passt. Ich brauche 180 mit diesen kackblauen Punkten. Ich mach genau 100 Punkte. Gut, dann bleiben wir einfach mal in Verteidigung, würde ich sagen. Ich hatte doch jemanden Tier 2 gerade eben noch. Der ist 3. Das ist auch eins. Ah, da ist er doch. Militiades. Okay. Nah- oder Fernkämpfer dann? Was haben wir denn im Moment?
Also ich habe immer noch meine Nordkämpfe, meine drei. Okay. Ich habe jetzt mal spezielle Frontkämpfe genommen. Ich nehme mal Caesar, mal einfach checken, ob wir sie können. Ja. Habt ihr aber da bei den zwei Pluses schon was drin? Weaponsmith, give your Roman security edge. Well. Fire-Raptor drücken wir bitte noch, okay. Für was? Ich guck, muss mir gerade was angucken. Achso. So. Consumate. Aha, warte. Was sind Consumables. 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 Genau diese. Mezzo findet das Spiel nicht so toll. Das Game schon wieder. Tja. Also ich muss jetzt sagen, es ist cool. Die Hauptspiele sind zwar besser, weil sie auch größere Schlachten haben, noch ein bisschen taktischer Tiefgang haben. Ja. Weil sie halt mehr Einheiten hast. Das hier ist natürlich noch in der Beta und die sind noch am Aufbauen wahrscheinlich, wobei ich nicht weiß, wie lange es schon in der Beta ist, aber ja. An und für sich ist das ganz cool. Ja, für ein Free-to-Play, Total War, Free-to-Play. Eben, ich sag dir halt, wenn du mal wirklich ein Total War jetzt wirst, wenn du das Spiel magst und kannst du dir ein Hauptspiel kaufen, hast du sogar noch mehr Freude daran. Ja, mal schauen. Kannst du dir das neue auch kaufen, glaub ich auch schon bevor. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man übrigens im Party-Chat rollt. Doch, passiert ja auch was. Ja, man rollt halt. Kannst du auch einfach auswürfeln, keine Ahnung, wer den Fernkämpfer nehmen kann oder so. Was weiß ich. Mann, ich will mal 100. Wenn ich dran denke, ich muss 100 mal würfeln. Und schnell, ja. Theoretisch. Oh Mann. Oh, eine 7 von 100. Perfekt. Warum heißt der Chat? Ich hab 17. So, ihr rollt da. Ja, startet. Gut, dann wollen wir mal unsere Basis verteidigen. Also auch mit Dev, okay. Gucken genau. Mal, ob das das wird. Oh Gott. Tabi Kaffa Gützel? Was ist denn das für ein Name? Oder Thomas Chocola? Tja. Die sind halt einfallsreich. Faceless Man. Mr. Killer, ja, genau. Da hat einer so viel deutschen Rap. Tabi Kafa Gützel. Ja, sag ich doch. Ja, das ist schon echt cool. Ja, sicher noch Gützel. Wir lachen ihn gerade aus. Was machen wir? Verteidigen. Achso, verteidigen. Ich stelle mich mal auf 12. Ich stelle mich auf die 3. In der Mitte. Nämlich die 10 und die 4. Ah, passt. 10 passt. Die es noch nicht wissen, Frolle steht übrigens auf Penisse. Das ist doch mehr Montag. Das hat er offiziell zugegeben am Montag. Bullshit! Nein, das hast du gesagt. Du ziehst das voll aus dem Kontext schon wieder, ja? Du hast gesagt, oh. Du wärst froh, wenn alle. Er hat gesagt, er wäre froh, wenn alle Frauen einen Penis hätten. Es capture the enemy base or kill all enemy forces. Das war meine Aussage. Okay, wo wollen wir uns positionieren? Was kann der macht? Artillerie, okay. Schütze die Artillerie heißt das. Herrgott, sobald man aus der Map rausgeht, dann wird die Kamera einfach gedreht. So ein Scheiß. Oder wenn was wusstest du, dass du, wenn du mittleres Maus hast, dass du so die Kamera ein bisschen, den Winkel ein bisschen ändern kannst damit? Oh, ich habe das bisher mit Q und E gemacht, aber danke. Das hilft mir definitiv sehr. Du kannst sogar ein bisschen hoch so hören, dann hast du es ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Kannst du den Himmel angucken? Oh. So, ja. Ich rück vielleicht auch mal so an die vordere Front. Der Thomas Chocola ist auch sehr produktiv. Er ist vor allem voll dumm, er stellt sich vor die
Skorpione, die da kommen schon welche. Oh mein Gott. Ich muss ja erst noch nach vorne laufen, was ist das denn? Ja, aber der Captain Kommunism. Ja, darf ich jetzt auch mal schießen oder wie sieht das hier aus? Ich kenne dieses Gefühl so, warum schießen die nicht? Warum tun die nichts? Jetzt komm schon! Bogenschützen? Thomas Schuppeler? Nicht? Okay. We have drawn first blood. Press the advantage. Er ist doing something. Was machen die? Hinten rum, ne? Alter, guck mal, wie was das für die Verteidigungsmauer hier ist. What the fuck? Ja. Keiner von uns greift an? Ja, versuch's zumindest, aber. Gegen Reiter eher schlecht mit Fernkämpfern. Nein, sie zertrampeln unsere Zelte! Tut mir leid. Ja, aber das ist ja ganz genau, wo die sind. Yep. Komm, irgendwie kann der schießt ein Artillerie-Gas gar nicht, oder? Ja, nee, nicht wirklich. Ja, siehst du eben auch, die schießt halt im flachen Winkel, das ist das Problem. Die schießt nicht also mit dem Katapult so nach oben. Die schießt gerade. Keine Ahnung. Mali, schieß auf die Vorderen! Ich kann nicht schießen! Was ist denn das für ein Schund hier? Er ist behindert, er kann nicht schießen. Ach, das Problem hat er also auch. Oh, da kommt Bogenschütze auf mich zu. Ja. Das könnte jetzt eventuell unangenehm werden. Oh mein Gott. Our base is being captured. Alter, wie bescheuert sind die? Gott, das macht keine Laune mit denen. Fucking Scheiße. Matthias ist unzufrieden. Da stellst du halt schon in eine geile Position und dann stehen sie dran. Hä? Ja, schieße ganz Zentimeter. Ja. Wow, Thomas Chocola ist bester Mann und die werden von die haben uns gerade reingeschaut. Aua. Alter, die brechen uns sehr defensiv, wollte ich dafür so sagen. Ja, Hilfe bitte mit den Reitern. Aua. Weißt du, was ich charge? Tut mir sehr, sehr arg weh. Muss ja irgendwas tun. Die wollen nicht, glaube ich. Unsere Teammates eh nicht. One of our units has recovered. Back into the fray. Back into the fray! Verdammt, ich muss die Speer werfen. Die hinteren schießen. Interesting. What exactly is going on? Also ich stelle mich dem Typen da vorne mal entgegen. Ja, so das kommt meine Einheit noch verreckt, die sind da überall. Ja, ich komm zu dir, Silvan, und ich helfe dir. Ja, der ganze Wald ist voller Fernkämpfer, einfach, dass du es weißt. Okay. Kann sie kommen. Kill them all! Die kommen von unten her. Stellt euch mal bitte hier hin, wenn ihr vielleicht auch schießt, meine Geniuses. Die haben alle eine Behinderung, habe ich so das Gefühl. Ja, die Wegfindung im Spiel ist noch alles andere als gut, Dinge. Vor allem, Gott, wie es aussieht, was die Artillerie betrifft. That about sums it up. Aua, au, verfickte Wix-Fuck-Scheiße. Jetzt, Nein, ihr seid nicht in den Angriff übergegangen, warum hab ich das gesagt? Hast du keine Katapulte gehabt, hast du nur die Skorpione gehabt? Jawohl, da kommst du rein, zack, zack, zack. Sehr schön. Kann ich den Leertastenmodus eigentlich auch toggeln? Weil ich finde den eigentlich sehr nützlich. Nee. Dass er anbleibt, wäre toll. So, Silvan, ich habe mich dann mal hinter dir platziert, ne? Ja, schon okay. Aber ich glaube, der Nikolai will gerade rein. Das Problem ist halt einfach, sie können auf meine einen wegschießen und das Teil zurückschießen. Da rechts oben, boah. Jawohl, jetzt kommst du. Warte, ich versuche mich. Ich mache jetzt was risky, ich charge die. Wohnzöne, kommt jetzt kommt her. Irgendwann muss man ja mal ein bisschen Offensive zeigen. Ciao. Ja.
Was machen meine Einheiten gerade genau? Ach ja, genau. Nichts! Ja, meine haben auch ein übles Problem, überhaupt was zu tun. Ja. Einfach werde ich gleich überrannt. Wenn du einfach nur schlecht bist, weil die Leute nicht machen, was du gerne hättest, dann ist echt ärgerlich. Weil die Gegner laufen dann in den Wald und dann hören deine Typen auf, überhaupt irgendwas zu attackieren. Oh, das ist von rechts. Ich sehe sie, ich greife sie ja schon an, aber die machen mir mehr Schaden. Aua, aua, Schmerz. Naja. Alter, ich werde gleich... Rechts, ich werde angegriffen, rechts und so. So. Trying our best. Ja, aber was sollen wir denn tun? Ich muss erstmal die ganzen Fernkämpfe hier loswerden. Schon okay. Oh oh. Ah, aber es klappt mit dem Verteidigen bis jetzt noch besser, als ich dachte. Ja. Ja, wobei, Vorlos, ich charge gerade deine Einheiten, nur dass du es weißt. Und die Artillerie wird auch gerade überrannt. Und alles wird gerade überrannt. Ach was. Gar nicht so schlimm. Ja, doch, eigentlich schon. Wir werden ordentlich zerstört. Aber 700, wir haben mehr als 1000, mehr als doppelt so viel irgendwie. Ja. Eigentlich ist es gerade nicht so schlecht. Bisschen dem Gold Drag ein bisschen hier geben. Jawohl, jetzt wird er geflankt. So ist schön. Oh, wie mies geflankt. Bogenschützen, jawohl. Oh, Mr. Killer kommt jetzt halt vom Abend oder noch zum Wald. So, und jetzt hätte ich mal behauptet, vorrück. Jo. Go. Und jetzt auch Richtung Base, ne? Lebt eigentlich einer von euch zwei noch? Ich lebe noch. Ah. Ja, dann weggeschossen, weil ich hatte ja eigentlich die ganze Armee da auf der linken Seite gegen mich. Ich habe quasi keine Einheiten mehr, aber... Ich habe noch ein paar. Toll, dass ich meine einen der Toten ja voll in den Schritt rein, ohne Spaß. Nach gar nichts da unten. Ist fake. Ah ja, stimmt. Madi hat noch eine Dreiviertel-Einheit zusammengerechnet. Ich hab ja noch ungefähr 10%. Yes, Commander! Ja. Naja, der Gegner müsste eigentlich jetzt... Ich weiß, dass er trotzdem im Hintergrund hatte noch eine Artillerie gehabt, das weiß ich noch. Aber also hab ich noch gesehen. Mit seiner Base. Also auch diese Skorpione wie du da hast, also die werden gut kraftvoll. Die haben schon eine perverse Range, also. Ja. Die sind zur Verteidigung halt echt geil. Wenn sie schießen. Ja, die brauchen erst eine Ewigkeiten und die können keinen flachen Ding. Also die haben einen sehr flachen Abschuss, den kriegt. Na, ich rush mit meinen letzten paar Einheiten jetzt auf jeden Fall noch ein Stückchen vor, ich meine. Ich finde es witzig, Kondor, wie dass sich deine Skorpione über den Boden beamen, die Leute. Hä? Ja, guck, ja, der Katapult, die machen, die bewegen sich nicht. Die schweben. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe immer noch 6 Katapulte, also. Yay! Ich glaube, die wollen auch angreifen. Scheiße, ich gehe noch hier hin. Kannst du die ganze Base abdecken? Vielleicht kannst du die anderen Katapulte facen oder so. Kannst du Team mit den K-Motor einfach mal vornennen? Ja. Wenn es dann dementsprechend in Ordnung ist. Da wird wahrscheinlich gleich eine ordentliche Ladung Pfeile in die Fresse kriegen, schätze ich mal. Ich glaube, so viele Pfeilschützen haben sie, glaube ich, gar nicht mehr. Die meisten waren eigentlich im Angriff da. Also echt richtig, die roten Punkte rechts, da sind noch wie viele Einheiten stehen, oder was? Ja, ja. Wir haben fast doppelt so viel. Oh shit. Ja. Absolut. Schon da oben. Aue. Ich sag, er ist noch nicht gewonnen. Hier ist ein Teil, aufpassen.
Magie nicht gewonnen. Ja klar, ist der Grund. Tschüss. Linke Seite wird angegriffen. Ich? Alle gleich links. Da stehen die Katapulte. Wenn sie ein bisschen früher haben würden, hätte ich wenigstens Zeit. Ja, wir fehlen gerade übelst Männer. Tja. Über linke Flanke reinrennen, dann schaffen wir es. Dann können die Archers, die da oben auf dem Turm stehen, können uns egal sein. Ich finde es so schön, wenn die Leute da einfach gut zeichnen. Ich habe halt Einheiten, die eigentlich nicht mehr existieren sollten. Einfach ein bisschen hinten stehen bleiben, mit reinballern. Dann machen auch die noch ein bisschen Schaden. Kill them all! Du bist noch wirklich nicht gewonnen hier gerade. Oh. Ne, die holen gerade übelst Punkte ab. Ja. Wobei gerade ein paar Einheiten von diesem Chocola-Typ gerade von hinten hochgeht, da könnte die Base sein. Oder ich so ein bisschen versuchen, was zu reißen. Ja, aber wir haben auch nur jemand, der AFK rumsteht, Leute. Zwei Minuten haben wir noch, dann haben wir gewonnen oder verloren, je nachdem. Wir haben aktuell mehr Punkte. Ja, und ich schieße sie aus der Ferne ab da drin, also ich glaube. Also du schießt auf diese Mauer, wo nach hinten schaut, wenn die den Charge habt, ihr Backup läuft. Ich weiß nicht, wie das so. Also auf diesen Fall wieder nicht rückt. Du kannst trotzdem noch zeichnen, wenn du mir irgendwas mitteilen willst, anstatt zu sagen, hinten. Vorne. Ja, die Spätäger. Ja, genau da schieße ich rein. Ja, die Spätäger von dem gucken in die falsche Richtung. Das heißt, wenn du die chargest, machst du einen Angriff in den Rücken, was Moral drückt. So, noch die letzten paar Einheiten da drin, die da rumhuseln, töten. Das dürfte man gut gewinnen. Ja, wenn jetzt nicht die drei Bogenschützen von hier oben runterkommen. Aber ne, es scheint gut. Ja, cool, das ist special. Dass wir hier oben noch Einheiten haben, das finde ich noch sehr cool, muss ich sagen. So, am anderen Ende der Map. Ja. Einfach zig Leute, die AFK sind. Ja, okay, aber das hast du eben mit Randoms. Das ist in jedem Spiel so. Nur hier stürzt, gab es ein bisschen weniger als in anderen Spielen. Azair, sag mal, hast du den Key wenigstens schon per E-Mail bekommen? Voll Spaß, du gehst auf die Steam-Seite, da hast du doch so irgendwas so, ja jetzt noch in der Beta oder Close Beta, da kannst du auf den Link drücken, da drückst du da drauf, dann kommt, bist du auf so eine Seite, danke, Leute. Dann meldest du dich an und da gehst du deine E-Mail, kriegst einen Code und der machst du als ein neues Spiel hinzufügen bei Steam, da gab es gerade eine Anleitung dabei. Linke Flanke. Ich mal ja schon. Was wollen wir da machen? Ich bin froh, wenn ich irgendwen angreifen kann, ohne dass ich angegriffen werde, weil ich hab noch... Warte! Keine Ahnung, wie viele Einheiten das sind. 10 oder so. In 7 Sekunden haben wir gewonnen. Und den Key hast du auch schon aktiviert. Steht das Spiel schon in deiner Steam-Bibliothek zur Verfügung? Sehe ich das richtig? Ja. 2200 Punkte! Oder Groschen oder Silber. Sehr schön. Auch wenn der Anfang ein bisschen durcheinander war, aber sonst bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. 2600, ja. Ich will, dass Silvan jetzt Tier 4 wird. Tier 3 werde ich zuerst mal. Bist du es schon? Ja, dann wird man Tier 3 hier. Ja, ich kann nicht Tier 3 werden. Ich habe jetzt extra einen neuen Commander oder eine Commanderin gekauft, dass ich jetzt endlich hier was machen kann. Und du? Ja, ich muss mir das zuerst hier die 2 freischalten, dass ich mal ein 3er werden kann. Oh Mann, ja, ich weiß schon. Mach das! Ich hab noch zu wenig Punkte dafür. Dann spiel andere Commander, das gibt zusätzlich Punkte.
Spiel einfach alle ein bisschen durch. Ich nehme jetzt mal Leonidas mit Fernkämpfern. Wer ist hier? Zwei und... Drei. Drei? Ja. Na, wen nehme ich denn? Ich weiß auch nicht, wen ich die ganze Zeit wen ich nehmen soll. Ey. So viele habe ich dann auch nicht. Auch wenn ich fast schon wieder... Ja, ich habe 7,6k Silbergroschen. Ich bin mal Arminius. Wieso nicht? Also bin ich mal wieder Tier 1. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann eventuell... Wobei, dann zahle ich wieder mit blauen Punkten. Nee. Das machen wir nicht hier. Ich werde schön noch meine Einheitsforschungspunkte, wie auch immer. Ja. So, Atair ist am Installieren. Jawohl. Es geht voran bei ihm. Ah ja, genau. Ready. Roll. Nein, 84. Ich werde meinen Hauptcharakter spielen, der ist cool. Ja, will ich auch. Aber die Leute lassen uns nicht, oder Silvan lässt uns nicht. Ich verstehe unsere WhatsApp-Gruppe manchmal nicht. Axel hat einfach seinen nackten Fuß gepostet. What the fuck? Geh ich so nicht. Flo, welche Stufe hast du? Wer heißt hier? 4. Ist mein bester. Nee, ich meine den grad. 3. Okay, dann kann ich noch höher gehen. Hashtag an. Nee. Afnolas! Anfolas? Vielleicht darf ich später auch mal mitspielen. Okay. Ja, klar. Aber wenn wir jetzt dann dementsprechend ein bisschen hochgeskillt haben, dann musst du halt hinterherkommen mit Solo-Spielen. Weil nochmal irgendwelche Low-Charakter zu spielen, nee. Irgendwann ist mal gut. Genau. Für was habe ich denn irgendwann eigentlich noch Silberlinge sonst? Also ich meine, die häufen sich ja irgendwann, wenn du alle... Farbe. Commander. Ah ja, okay. Farbe. Und sonst? Nichts? Farbe. Okay, Farbe. Nur Farbe und das war's. I got it. From my mama. Gene. Ich wollte mir jetzt mal dieses neues Profilbild angucken auf WhatsApp, hey. Sie hat blaue Haare. Ja. Mir gefällt's nicht. Habe ich ja gestern gesagt. Echt? Mir gefällt's einem auch nicht. Hab's aber noch nicht gesagt. Ich hab's ihr eiskalt gesagt. Sie meint gestern so, Folas, ich hab mir jetzt andere Haare färben lassen. Rate mal welche. Ich hab sie mir schon immer gewünscht. Ich so, keine Ahnung, braun? Und irgendwer also, hat wohl blau geschrieben. Sie hat dir geschrieben oder was? Im Stream hat sie geschrieben. Ach so. Und dann hat sie gemeint, oh, ich schick dir jetzt ein Bild auf Twitter. Ich so, okay, mach mal. Dann hat sie mir angeguckt und dann so, will dich ja nicht anlügen. Hat sie dir das geschickt, das was sie jetzt als WhatsApp-Hintergrund, als Bild hat? Weiß ich doch nicht, ich weiß aber, wie sie aussieht, das reicht doch. Ja, sie hat nämlich nicht mal die ganzen Haare gefärbt, sondern nur so ein bisschen die Mitte oder so. Ja, das sieht Mitte, echt... Ne? Ich will es ja nicht sagen, aber irgendwie ein bisschen komisch aus. So, ich schreibe jetzt hier, Käse, deine Haare sind scheiße. Hält sie mit ihrer linken Hand auch die Haare auf dem Profilbild? Warte. Ja. Okay, dann hat von sie mir aus... genau das geschickt. Ja, von ihr aus links, ja. Ja, natürlich. Ja, ihre linke Hand. Ach, das Bild ist so hässlich. Wow. Ja, okay, ich würde es nicht gerade sagen. Hässlich, aber ist die blaue die blauen Haare ja, stehen. Ja, die Haare meine ich damit. Echt nicht. Weißt du, das Schlimme ist, Mona will auch so Haare. Und du sagst es! Ja. Vielleicht steht's ihr ja. Keine Ahnung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so. Das stimmt. Aber halt, wenn du schon sowas siehst. Wobei, ja, sie soll es ausprobieren. Ja, schau dir manche anderen Frauen mit blauen Haaren an. Sehen doch auch ganz schön aus.
Wenn sie halt dir nicht gefällt, nimmst du einen Rasierer und rasierst die, genau, die Haare ab. So, während sie schläft, einfach mit dem Rasierer herkommen. Und wenn sie aufwacht, hat sie einfach so Glotze. Altair, ich fände ein anderes Bild vielleicht cool, wenn du denn das Slime-Gesicht wenigstens nehmen könntest und mich nicht zum Hulk mutieren lassen würdest. Wäre das schick. Echt, Boris, ich will das Bild jetzt sehen. Echt? Warte, ich halte es in den Stream, schaust du zu? Nee, das wäre cool. Ich hab's vorhin schon reingehalten. Ja, schick's mir einfach schnell auf WhatsApp oder auf Twitter oder was du gerade hast. Ja, ich hab's doch sogar retweetet. Echt? Schick mir mal auf WhatsApp die blauen Haare, wenn ich die ganze Zeit davon rede. Das will ich jetzt auch wissen. Okay. Warte. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo habe. Oder muss man das speziell runterladen bei Twitter? Aha, du kannst jetzt auch einfach hier WhatsApp-Profilbild gehen und hast du wieder weitersenden und kannst du das Bild. So, wohin gehen wir? Keine Ahnung, sag du irgendwas 8-9-10? Nee, zu spät. Ja. 1-2-4. Gut, bitte. Also. 2. Warte, was ist das für ein Bild vor? Das sieht ja aus wie. Das sieht aus wie Shrek. Ganz ehrlich, das sieht aus wie Shrek irgendwie. So, Madi, es schickt an dich. Du hast das Bild. Ich finde halt, das Blau müsste auch, wenn dann, kräftiger sein. Ja, es ist so ein. Vom Inien finde ich, hat sie. Normalerweise ein bisschen ein erwachsenes Gesicht auf dem Bild, als wieder so ein Baby-Bubi-Gesicht, finde ich. Ja! Das ist schlimm, was du drauf liegt. Das liegt aber wahrscheinlich so, keine Ahnung, ab. Wie sie ihren Kopf hält, keine Ahnung. Fokus. Jo. Oh, wir sind Archer. Ja. Also, was? Ich halte mal wieder zur Verteidigung, so. Wo bist denn du? Ah, hier. Fahr mal hier hin. Mal hier hin. Ich halte hier die rechte Flanke. Ja, dann gehe ich ein bisschen vor mit dem Wald. In den Wald! Gegner ist hier drüben, nämlich an. Ja. Okay. Im Wald ist halt keine gute Hilfe mit deinen Bogenschützen. Fuck it, ich komm mit. Raufgeschissen. Da kommen schon die ersten Gegner. Ich hab sie jetzt auf dem Weg gesehen. Wir haben eine Artillerie-Einheit dabei. Ja. We have drawn first blood. Press the advantage. Boah, die haben schon mal gekriegt. Ja, ich glaube auch. Ich sehe sie zwar nicht mehr, aber ich glaube schon. Ah, hier sind Schiffe im Wasser. Jawohl, Madi, pass auf, die gehen auf dich. Oh ja, doch, sie brauche ich so. Ja, ich komm gleich, ich war noch ein bisschen weit hinten. Guck mal, wir halt flüchten. Kann der eine Typ uns helfen, bitte? Ich komm schon. Hallo, Simon. Help me! Ja, hinter mich, Kondo auch, richtig noch. Der Solidarity ist immer voll Idiot, oder? Ja, ich dachte es mir auch so. Hast du mir ja gefunden. Morons, einfach nur Morons. Zu den Idioten müssen wir noch spielen, ey. Na klar, ist mein Captain ist killed. Ja, jetzt macht noch so die Assi-Taktik und rennt hinten rum in unsere Base vermutlich. Wir haben keine Kavallerie, oder? Mir teleportieren sich die Typen gerade irgendwie rum. I don't fully understand what's going on. Aber seine Kavallerie steckt trotzdem ein. So, jetzt. Auf welche Seite? Aim! Wow.
kommt hier von hinten ein bisschen Schaden rein. Bam, bam, bam. Ich will nicht hier. So recht ist er das auch noch. So, da noch ein bisschen reinhageln lassen. Nicht wenige. Ja, drei. In drei. Uns die Kavallerie. Oh, 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 shit, oh, shit. Warum ist denn kein Nahkämpfer bei uns? Solidarity, da, Wichser. Na gut, was wollen wir machen? Nein. Muss man irgendwie gegen wir halten. Danke, Silvan. Sehr schön. Rechts Bogenschützen, Achtung. Wie viele Gegner das sind. Oh Gott, gibt's zu. So, dann hauen sie rein. Vielleicht soll ich reinschauen. Ja. Ich würde jetzt doch mit Bogenschützen für mich. Also hier irgendwo werden jetzt gleich welche stehen. Oh nein, mein Commander ist verreckt. Zieht euch zurück. Zieht euch zurück. Komm schon. So, wieder aufstellen hier. Ich hab noch eine Einheit, die andere rennt mir nach vorne. Ja, die kriegen sich gleich wieder. Lolo schießt nicht. Ja, ich versuche den da hinten anzuvisieren. Ja, jetzt. Rechte Seite. Ich sehe es. Ja, der Solidarity ist einfach AFK. Steht da rum. Ja, ist ein guter Job. Ich gehe wieder vor. Jawollo. Dann wirst du gleich wieder in Sichtreich, also in Reichweite von den Zahn. Linke Seite versucht auch zu pushen oder pusht. Ich werde. Ist noch ein Führer von den Einheiten her? Jawoll! Ja, komm, Teile! Ich geh mal vor, ich geh mal. Ja, da, ja, genau. Mach mal die restlichen Party da noch rumgeiern. Das sind alles noch so ein Lebeneinheiten. Richtig, richtig. Schießt da auch mal ein bisschen vor rein. So, reicht schon. Wir haben hier hinten eine Balliste. Glaube ich. Ja, wir haben hier hinten Balliste. Soll man da zurückgeschlagen? Was ist da denn los? Ja, ich habe kein General mehr, meine Moral ist einfach hoch. Ja. Ist echt scheiße, so zu spielen, ne? Na, ganz ehrlich, Spaß. Du kannst gar nichts machen, um den General zu schützen. Da ist ja eine Einheit da. Jupp. Haut da ab. Flo, weg da. Ja, doch. Ich werde jetzt hier diese. Der bis zum Tod kämpfen, vielleicht kriegt man ganz. Flo, weg da! Warum denn? Weil du beschossen wirst, weil wir beschossen werden. Da drüben ist Kammer. Hallo. Ich bin dein fucking CD. Ja, doch, bleib stehen. Like a killer fan. So doof. Tschüssi, gut. So. Dafür versuche ich jetzt Silber noch ein bisschen zu helfen hier. Ne, ne, lass nur aufs Fokus, Leute. Meine Einheiten sind tot. Ja, ist echt so. Jo. Ich versuche einfach nur so viel Schaden zu machen, wie ich kann da. Ja, der Solidarity wird halt langsam niedergestreckt da von den Einheiten, die da noch drin sind. Zum Beispiel habe ich hier. Guck, da der Ecke habe ich jetzt leer geräumt. Das ist alles tot. Oder das meiste tot. Ja, stell mal da noch rein, wo die Gegner her schießen. Genau. Oh, Commander has fallen! Oh, fick dich ins Knie, ey. Da hab ich. Komm. Mordet die.
da, das sind noch mehr weiter hinten im Wald. Schießt was auf mich. Einfach weiter. Ja. Nur vier. Linke Seite, linke Seite! Haut euch mal die Ballisten da. Die stehen ja, genau. So offen. Die könnt ihr alle abfeuern. Jo. Wir stehen übrigens mit Einheitenzahl im Rückstand. Ja. Leider. Ja, wir haben da so eine Armee, die total verstreut ist. Ja. So, aber sowas, wir haben auch noch weniger als die. Eben, ja, und wir sind da doch übelst auf alles verstreut. Ja, man läuft halt der einen Einheit ewig hinterher. Ja, treibt jetzt. Ist schon cool. Fuck, ja. Das war's mit meiner Einheit. Ich mach das für Schaden, nicht komm. Ja, ja, bleib am besten ein bisschen stehen, lauf vielleicht ein bisschen rum, dass ich Vision hab. Ich bin gerade im Fight gegen eine Full-Life-Einheit, die mich jetzt ficken wird, weil sie einfach unsere Base. Oh oh. Unsere Base, Leute. Ja, ich lauf zurück, aber es ist wahrscheinlich eh schon zu spät. Ehrlich gesagt, wir haben... versagt! Genau. Weil hauptsächlich haben wir nur noch Fernkämpfe. Wir haben hinten noch einer, der keine Ahnung was tut, dieser Türke oder Turakamer da. Was? Ganz hinten. Bei Ian in der Base. Ach so. Das oder ganz vorne. Okay. Ja, ja. Oder überhaupt was. Ja. Ja, hinten halt von der Base. Alles klar. Noch einer. Egal, ich lauf grad schon mal zurück und. Keine Ahnung, was dann. We'll see what'll happen. Das hat schon sowas echt, dass sich halt in jedem Spiel nervt, so diese AFK. Ich meine, hier. AFK und so Leute, die absolut nichts kennen. Ja, das ist zum Beispiel im CSGO merkst du es einfach so übelst, weil halt da einfach nur ein 5 vs 5 hast und da jeden Mate ja, brauchst eigentlich, richtig. Da einen AFK hast, dann ist dann vorbei. Da zählt halt jeder, das ist... Ich finde es ja auch so krass in LOL oder diesen ganzen ja, MOBAs. Ja. Ja, du bist da 5 gegen 5 und einer von Anfang an, dann fand diese Rage AFK, also entweder mit oder AFK. Ja. Das sind doch so kleine schwänzige Idioten, oder? Es ist doch in CSGO dasselbe, ja. Sie auch ein 5 vs 5, da hast du auch diese... Wobei, die hast du weniger, das hat mehr diese. Sie trollen, sie tun gar nichts mehr, sie stehen nur noch rum. Stehen die Gegner denn, Junge? Hinten. Hä? Da stehen nicht. Da hinten, ja. In dem Bereich, ja. Also, was? Ich würde mich jetzt hier irgendwo hinstellen, nicht so voll face to face, wenn jetzt da eine Kavallerie steht. Ja, guck, es ist eine Kavallerie, du bist tot. Bleibst du so schießen jetzt? Also Steinschleuderer. Der steht halt einfach da! Jetzt kommt er. Ist er schon tot? Lol, sind auch Pferde, die hat sich auf Pferde aufgelöst. Ist ja, ja auch etwas behindert. Wo nehme ich denn jetzt Schaden mit? Yes, Commander. Ja gut. Haben wir gut verteidigt. Ja, und das Problem ist... Wir nehmen auch nicht ein. Und wir haben noch 3,5 Minuten. 400 zu 600. Ihr schlecht. Das heißt, Angriff! Ja, Problem ist, also bis hier vorne ist keine Ahnung, wie man den Winkel eigentlich ändert. Ja, Winkel, Maus-Taste, dann kannst du die ganze Kamera bewegen in alle Richtungen. Ja, oder Q und E, wenn du es... D oder D. Aber Mausrad. Ja, Mausrad. Entweder die den Winkel fährt hoch und runter. Okay, Entschuldigung. Das ist so im Arsch. Ja, das sehen wir. Follow me! Und hier so hat er hier hat gepostet wieder. Also, auf Tap hat man ja hier auch eine Übersichtskarte. Ach du Scheiße! Das ist eine Riesenkarte, weil das gab's in. Das haben sie in ROM 2 auch. Oh, cool. Das ist genau so eine Karte, wie ich gesucht habe vorhin, eine große Minimap-Bike. Ah, alles klar. Okay, okay. So, Atair, ich schau mir deine Version 2 an. Ja! Sieht zwar genauso aus wie deine. Lustig ist vor allem, dass man auch die Missionsbereiche der Einheiten sieht, was sie sehen auf der Tab-Karte. Ja, guck doch, da unten rechts hast du so einen großen. Oh, wir sind die einzigen, die hier noch stehen. Juhu! Denn ihr habt noch den Solaris, der AFK ist, und den Cobbleway, der auch AFK ist. Wo gehst du? Bleib zusammen. Yeah, wir sind Nahkämpfer.
Fast alle sogar. Oh, die haben Fallenkämpfer. Die haben was für. Ah, zurück. Wir haben was als Niemals! Schieß doch. Was soll die Fazit nehmen? Martin, wir haben noch 2 Minuten. Wir haben einfach so eine Range. Wenn wir jetzt nicht Schaden austeilen, dann. Ja, schießt einfach drauf. Weil sonst verlieren wir einfach genau. Ich nutze einfach das und töte es und schieß noch bis 3. Mach noch ein paar Punkte. Ui! Das tut weh. Ja, ich hab's gemerkt. In der Tat. Oh Gott, die Steine kommen. Holy Mother of God. Hat der echt die Artillerie versteckt? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber alles geht das nämlich nie. Bis zum Nirgendwo kommen halt da. Jo, da kommen wieder welche geflogen. Das finde ich oh, was nicht. Richtig doch! Heilige Scheiße! Artillerie sollte man nicht verstecken können. Weil ja. Das war ein schön schlechtes Spiel. Ja, wir haben echt viele Match. Oh ja, das gibt Friendly Fire. Wie nice. You wish to exit. No! Never! Weil wir haben jetzt eh verloren. Ja. Wir hatten Off-Card. Kann man hier irgendwie reporten? Gibt's nicht mehr miteinander, oder? Glaub nicht. Dieses Battle jetzt noch? 10 Sekunden. Ich bin noch drin. Ja, tatsächlich 10. Ja, wir haben da doch diesen Off-Card unten rechts. Ach ja, der Solidarity. Ja. Ach, der Hurensohn, der war von vornherein einfach. Ja, genau, da wollte ich nicht euch Boss. Ja, 1200 Income immerhin. Ja, ich auch. Nice. Ja, ist genau nicht. Ich glaube, es sind ungefähr 2 blaue Punkte, um nicht auch hoch zu gehen auf 3. Na. Schade. Warte doch, es geht, glaub ich sogar. Warte. Hab ich jetzt Level 3? Solltest du dementsprechend sehen. Also irgendwas habe ich gekauft. Erstmal Roland, mein Friend. Gewonnen, Roland. Nummer 3 mit uns. Also, wenn ihr 3 seid, nehme ich meinen Reiter. Das ist nämlich 4. Fuck, nee, warte, ich war gar nicht 3. Verdammt, ich mache 480 Punkte für 3. Ja, Maddy, du brauchst eigentlich nicht immer höheres Tier nehmen, das wird nur noch schwerer. Ich bin immer noch 2, ich komme noch gar nicht ins 3. Immer noch 2, ja gut, dann nehme ich wieder Milizianis. Dann nehme ich auch mal Nahkampf oder so. Komm. Der hat gar keine Nahkämpfer. Beziehungsweise ich habe keine Nahkämpfer Tier 2, wie es aussieht. Oder zumindest noch diese. Was ist das denn? Battered Pilot's Helmet. Die muss ich nur kaufen. Will ich die Punkte echt jetzt ausgeben? Eigentlich ja gar nicht. Also ich bin wieder ready. Ja, dann spiele ich halt mit Tier 1 nach. Scheiß drauf. Ne, ich bin Tier 3 gerade. Du bist immer noch Tier 2, ne? Ja. Ich kann das nicht. Ja, ich bleibe auch Tier 2. Cool. Ist das vielleicht ein bisschen blöde? Ready! Oh. Moment, das ist schon wieder der falsche Chat zum Rollen. Ich glaube, es wird Roller. Keine Ahnung, ich kann halt dann zweimal rollen, wenn ich in der Party bin. Also, ich könnte einmal Party und einmal Global rollen. Nee, ich nicht. Echt? Ja. Na gut, dann vielleicht auch nicht. What do I know?
Oh Mann, bin ich müde. Was ist denn los? Hier. Ich bin Mann, Mann. Gut. Das freut mich. Bisschen auf dem Handy rumglotzen. Aha. So we wait. Nein! 70 gerollt. Und jetzt kann ich im Party-Chat nicht mehr rollen. Stimmt das? Ja, tatsächlich. Okay. Alter, ihr Spiel braucht noch 20 Minuten zum Downloaden. Diese Internet-Speeds immer. Tja. Das Spiel ist echt klein, wie so ein Total War. Die Total War-Spiele waren eigentlich immer sehr riesige Spiele. Die waren um so um die 30 GB die ganze Zeit. So eine kleine behinderte Story. I had two very attractive Sims and they had a baby. But the kid was hideous, oder wie auch immer man das ausspricht. So I had it taken away. Then they had a daughter and she was beautiful. But once she started school, she brought a friend home. It was the first kid. Oh man. Behindert. Ja. Genial auf jeden Fall. Spielst du noch GTA? Nein. Das hatten wir gestern schon. Ja, ich spiele im Moment nur Total War, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also heute auf jeden Fall nur Total War. Keine Ahnung, was ich am Sonntag zocke oder irgendwann. Naja, muss halt sagen, Total War war schon immer meine Lieblingsserie. Also ich bin... Wobei ich mir eigentlich lieber wäre, wenn wir ein richtiges spielen würden. Weil es ein bisschen einfach... Ja, aber mir ist dieses Nur-Taktik irgendwie... Ja... Das ist strategisch, nicht taktisch. Ah, sorry, Strategiespiel. nicht ganz so... Keine Ahnung. Ist mir ein bisschen zu langweilig. So, rechte Seite wieder, hm? Wieder über den Wald. Jo, lass mal machen. Bin elf. Lass uns aber mal ein bisschen Druck aufbauen, da nicht so immer wieder übers Wasser und dann zurück und dann verrecken alle und dann. Also ich würde sagen, rechts über den Wald, ich meine, ich bin eine ziemlich gute Mauer da vorne dran. Ein Flo und du bleibst nahe davon mit dran. Ich deck dich dann gegen die Pferde. Du kannst halt erst eine riesige Kampagne zu zweit spielen. Das ist ja mehr als nur eine Schlacht, so wie hier. Don't know. Du kannst die ganze Welt so Welt erobern. Wie ist es? Shit. Also wir haben sicher wenigstens ein. Nein. Na. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Oh man. Was ist denn los? Los geht's! Vor Rücken! Was wir haben jetzt? Hi. Olas, wo. Okay, du bist gut. Bisschen weiter hinten. Ja, ja. Aber ich komm schon. Who the fuck is drawing shit? So, du bist weit hinten. Ja. Schneller okay. Geht nicht. Schneller wäre gehackt. Schön aufgestellt, Silvan. Nein, ich nicht. Was ist mit dem Rest, die Einheiten so ziehen können, das wisst ihr schon, oder? Ja. Ja.
So, aber ich höre eigentlich hier in diesen. Die Mitte machen sich auf die Charge gegen. Die greifen ja voll in unsere Base an. Sure. Ja, das sind Reiter. Ja, Gross. Ja, aber na, den müssen wir nicht hinterher. Den müssen wir nicht hinterher rennen. Das ist ja nicht unser Bier, das ist zu weit weg. Okay, Alter, ihr braucht ja unter 10 Minuten. Was? Jetzt können wir aber. Die können wir von hinten angreifen. Komm, die greifen an. Warte, lass ihn noch ein bisschen vorrücken. Ja. Flo hat einen Bogenschützen in Bereitschaft. Also, Fire Raptor, du bist glaub sichtbar, kann das sein? Nee. Da unsichtbar. Okay. Und alle Baum. Bereitschaft. Baum. Okay, und da kommst du. Und Angriff. Feuer. Ja. Angriff. Und da. Oh yeah. Angriff, bleib dran. Ich schneide den unterwegs. Bam, bam, bam. Das ist Spaß, das ist Friendly Fire ohne Ende. Sorry. Fokussiert bleib den dran, ich schneide den Weg ab. Also, da sind die bis tausende Einheiten. Kann ich hier schießen? Ah, Dennis ist da. Hi, Dennis. Warte, das wird mein Einheit nicht überleben. Ja, aber ich kann dir halt. Oh, Mali. Von hinten. Ja, komm, ja, Dennis. Ich beschieße sie auch von hier aus. Darf mich nicht bewegen. Also ich darf mich nicht. Kann uns sie doch nicht Base oder so. Bau doch eine Verteidigungslinie gegen die auch. So war nicht weg hier, Gesellschaft. Ja. Das ist ja schwierig. Ich bin in die Mitte gekommen. Ich geh drauf. Ja, du bist jetzt. Werden vielleicht einfach durch zur Base durchmarschieren sollen und gar nicht das, sondern. Ja, meine werden es auch nicht wirklich überleben. Das ist alles sehr schade. Weil hört hier drei Einheiten. Das müssen. War dumm. Naja. Kann man so sagen, ja. Probieren wir was. Vorlass zieht dich hinter die Hauptlinie hier zurück von denen. Ja. Oder schließt dich denen an, ich versuch's auch. Warte, ich schieß da in den Wald. Ach komm schon, dreht euch um, tut irgendwas, aber steht nicht tot am Rum. Wenn ich da hinklicke, dann seht euch in den Netz! Stopp! Okay, ich hab meine da rausbekommen. Boah, woher? Oh ne, von der. Ich hab eine Einheit retten können. Aber die ist jetzt gleich auch im Anwalt drin. Ich werde beschossen. Ja, leider ist es safe. Aber dieses Mal stehen wir wenigstens ein bisschen schöner allgemein. Ja, das stimmt. Das Problem ist, die Maschine gerade rechts durch den Wald. Also das ist das Ja! Das hab ich mir auch schon gedacht. Also Vorsicht, ich würde vielleicht langsam mal denken, zieh dich mal in die Base oder so zurück, oder? Weil das wird nix. Euch kommen, mal an deine Eier. Wir können jetzt Hilfe brauchen. Ich versuch's. Weil ich komme wahrscheinlich nicht rechtzeitig zu bei euch an. Versuche immer überall noch ein bisschen Schaden rauszuhauen, aber. Ja, doch. Das war echt dumm von mir gelaufen. Ja, du wolltest doch gleich ein. Ja, deine Obereinheit ist tot. Ja. So war nicht mal wieder entgegen. Versuch die ein bisschen wegzuschießen. Gut. Oh, der Wood kommt. The Wood. Ah, wir sind schon wieder in der Unterzahl. Ist halt ein bisschen bleed, ne? Nur das Gefühl, Trap ist für die anderen im Vorteil. Ja, jetzt haben sie zweimal gewonnen. Ganz klar sind die im Vorteil. Der bleibt immer die gleiche Seite dran. Ah, fick dich! Scheiß Gegner, Hurensohn. Was schießen hier auf mich? Ja, da irgendwo da hinten steht einer drin in dem Haufen. Sollte vielleicht ein bisschen zurücksilbern, ja. Ey, nochmal. Also ich bin raus. Ja, wenn du nur abgeknallt wirst, ja. Wir haben schon wieder einen Aufkauf, das ist dieser Wut, der macht gar nichts, der steht einfach da. Ja, hauptsächlich steht er nur da. Vorhin hat er mal ein bisschen seine Einheiten bewegt. Ich glaube, wir verlieren vielleicht auch wegen dem, weil wir halt so Aufkauf-Leute haben die ganze Zeit.
Ja, wahrscheinlich hilft es uns nicht, ne? Ah ja, jetzt sind halt schon alle low. Oh mein Gott, da kommt eine riesen Armee. Mach mich am Arsch. Boah, die Pfeile! Pfeile schön und gut, aber die halten halt gut stand. Ja, wir mit den Tieren. Wir machen mehr die oh, in der Mitte. Oh fuck, ich werde geschossen. Ja, was macht diese Wort? Er hat noch zwei volle Einheiten. Was macht er? Ja! Ja, aber was will denn der? Ist halt so ein mega passiver. Ja, aber das bringt ja nix. Ja, natürlich bringt's ja nix. Flo, rechte Flanke übers Feld. Boah, was die für eine Range haben. Vielleicht schaut es da rein. Da krieg ich noch. Ja, jetzt kommt natürlich alle. Da ein bisschen mit rein. Weißt du, dieser Bot könnte so schön helfen hier. Nein, nein, einfach. Weißt du, was bringt sie? Am Schluss wieder einfach nur. Geh mal in der Mitte. Geh in der Mitte mal. Versuch mal sofort zu gehen und die hinteren Bogenschützen anzugreifen. Weil die hier angreifen. Was ist so meinst? Ich glaub, die Pferde sind tot. Darauf achten sie, glaub nicht. Da könntest du recht haben. Und. Ja, aber jetzt Achtung, Nahkämpfer. Ja, ne, passt. Deine. Passt, alles gut. Okay, sehr schön. Hast du ausgedünnt, richtig geil ausgedünnt sogar. Aber ihr seid nur leicht im Nachteil gerade. Ja, vor allem, wir marschieren gerade echt gut auf die Base zu. Was wird das hier kriegt, ja, da die linke Flanke ist gut aus. Gott, was für ein riesen Getümmel hier, nur wieder in der Mitte durchmarschieren und die hinteren angreifen, die Bogenschützen. Das sind zwar nur wenige, aber... Oh, die kriegen Unterstützung von hinten. Jawohl! Jetzt auf die Flüchtende! Ja. Fickt euch ins Knie! Das ist zwar nicht so viel Schaden, aber hey. Du, du bist dünn aus. Dieser Bot kann ja... Der rennt einfach... Was tut denn der? Der rennt einfach an Einheiten vorbei. Ja, guck, jetzt hat er einen im Rücken. Aufpassen, Flo, hinter dir. Ja, ich seh's. Jetzt bin ich ziemlich eingekesselt. Die Flucht nach vorne! Oh, fuck, den Launcher, lieber. Oh, Picken. Mit Millionen kommen. Nun denn. So möge es enden. Never! Lass die anderen flüchten. Flieht, ihr Narren. Aber es... Die hängt ein bisschen aus, hat den hier hin. Jetzt Angriff, Angriff! Schieß auf die, genau. Wenn sie es dann irgendwann schaffen zu drehen, dann mache ich auch tatsächlich Schaden, ja. Jetzt wird abhauen. Was? Schaff ich! Stirbt! Oh, oh, linke shit! Seite. Ja, ich merk's. Au. Vielleicht wird das hier was. Was ist denn das hier? Oh Flo, du bist sowas angekesselt. True story. In der Nähe Base rein. Our commander has fallen. Rally the men. Our commander has fallen. Oh nö. Fuck you. Ich hab noch Einheiten und die könnt ihr mir nicht nehmen. Doch, könnt ihr schon, aber. Wir nehmen ihre Basis an. Jetzt. Yo! Keep it up! Da kommt jetzt wohl die gesamte Armee von denen zurück. Könnte natürlich passieren. Oh man. Flo, bist du noch da? Ja, tatsächlich. Echt, wo ist denn? Was? Die linke Flanke. Ganz außen. Stehe ich noch. Ja, versuch dich mal in die Base von denen zu ziehen. Wer kannst du natürlich. Da? Ein bisschen Unterstützung kann ich schon noch geben. We're capturing the enemy base. The more the better. Aber ich weiß nicht, ob das so lange hält.
Die werden, wie du sagst, jetzt dann zurückkommen. Die sind schon auf dem Weg. Der Mitte ist hier alles. Aber Parkett wird gerade ziemlich beschossen, das ist ganz cool. Juhu! Und ja, der heißt wirklich so. Oh. I know. Keep it up, Ghost! Wie die da ganz hinten der Walhelm sich durchkämpft. Boah, geil! Einer von uns hat brennende Pfeile genommen. Okay. Und jetzt gerade so ein angreifendes Ding. Hey, wir gewinnen das, Leute. Weißt du? Na! Ne, der Dings wurde resettet. Warum ist der da raus? Warum sind die Menschen so dumm? Seht sie nicht, das war nicht aus. Das sind Gegnerei. Er steht jetzt mit dem Chaos hin. Wir haben Oh, fuck. Ich lauf den jetzt wahrscheinlich voll rein, aber hey. Ja, aber es ist erst für uns, es wird schneller gecaptured als der. Ja, ES Caption. Niemals! Hier komme ich! Ich gebe auch Punkte! Ja, dann beweg dich mal. Halt einfach mal, ich bewege mich so schnell ich kann. Ich mache den Unterschied! Glaub mir! Nein! Fick deine Mutter! Hurensohn! Aber. Schüsse von überall, böse, wir verlieren wieder. Ja, schade. Greif mal, schieß mal hier hin. Hä? Hier? Da. Da, oben, Norden, oben. Achso, da rein, da. Okay. Ja. Ja, klar. Gerne doch. Na gut, ist eh. Ja, jetzt. Höchstens, wir haben jetzt einen Atombomb. Ja, Queen. 1,7k. Ja, Altair ist im Spiel drin. Nice. Dann musst du jetzt bloß auf Tier 3 oder so kommen. That would be nice. Dann können wir auch mal wieder gewinnen, bitte. Sylvan, bist du schon Tier 3? Das dauert noch Jahre. Wie dauert noch Jahre? Hast du alles erforscht, nur mit Commander-Punkten oder was? Nee, ich hab 77 Punkte für Tier 3. Weißt du, ich hab 557 Commander-Punkte. Ich hab 77. Ist ja traurig. Ich war 84. Bist du schon Tier 3 überhaupt? Nee, ich bin 2. Du hast nee, aber von Tier 2 auf 3 kostet doch nicht so viel. Doch, steht da. Hast du nicht noch was anderes, was du skillen kannst? Um da Tier hochzugehen? Also ich könnte noch ein Tier 1 Zeug lernen hier. Du weißt schon, dass du deinen Commander halt skillen musst. Hier diese komischen Commander Skills. Ach so. Oh, nice. Ich dachte, man muss ein... Jetzt bin ich Tier 3. Ich dachte, man muss ein Tier 3 Dings lernen, dass man Tier 3 wird. Nein! Ich sagte doch von vornherein, der Commander vor den Einheiten. Ja, genau. Nur diese Commander Skills bringen quasi dein Tier höher. Ich denk mir doch, das kann doch nicht so viel kosten, Alter. Okay, das heißt, du hast deine Commander-Punkte jetzt worin verschwendet? Nix eigentlich. Gut. Also wenn ihr Tier 3 seid, dann nehme ich meinen Captain, wo ich Tier 4 bin. Ja, nur mein genaues Tier 3, meine Einheit sind doch Tier 2. Achso, das ist blöd. Ich guck gerade, was ich auch ein Tier 3 zu werden da. Ja, dann will ich auch mal ein bisschen Zynane nehmen. Hä, was ist echt ein... Ach, das. Mark so, and track an enemy unit. Ich hab gar keine Tier 3 Schwertkämpfe, ich hab nur Speerkämpfe in Tier 3. Ja, das kann manchmal sein, genau. Ich hatte auch solche nur Slingshot-Dingers. Und dann erst auf Tier 4 wieder welche mit Bogen. Mhm. Ja, dann muss ich wohl ein Tier aussetzen und mit 2er spielen. Okay, mark and track an enemy unit, das klingt eigentlich voll gut. Oder was mach ich mal? Why not? Ja, dann nehme ich auch Zynane. Da bin ich halt auch Tier 4, auch mit den Einheiten, aber. Ja, ist okay. Ja, muss auch mal sein. So. Ready! Jawohl. Jetzt habe ich wieder mein Lieblings.
Gott, Kollegen, Mensch. 82, so knapp. Mann. Immer noch schlimm, dass das Call of Duty schon ESL-Sport geworden ist. Ich finde das noch so schlimm. Ich finde, so ist es ja, jetzt, das Computerspielsport ist so okay. Hä? Das Computerspielsport. Finde ich cool, ja. Warum gerade den Counter-Strike-Teil? Der guckt, glaube ich, sehr aktiv. Der schafft mir Spaß zurück. Ich habe die Hey in der letzten Runde schon geschrieben. Scheißegal. Ich schreibe es jetzt. Hast du jetzt wieder zurückgeschrieben, du Spaten. Mhm. Hasse dich. Okay, alles klar. Sven, schreibt mir nur. Jetzt muss vielleicht was geschrieben noch. Das freut dich. Du Spaß. Mann, ich will nochmal rollen. Jawohl, 16. Gewonnen, Rumble. Oh. Das ist dein neues Lieblingswort. Wobei es sind irgendwie vier Wörter, aber egal. Ja. Oh, die haben ziemlich viele Barbaren. Ja, die haben, glaube ich, sehr gut. Also. Haben wir Speerkämpfe? Nee. Gut, dann haben wir ein Problem. Ja, ist echt Fuck so. Es ist jetzt aber nicht schon die gleiche Map wie vorhin, oder? Marathon. Marathon. Ja, keine Ahnung. Ich merke mir das immer nicht. Aber es könnte sein, dass schon wieder die gleiche ist, ja. Nee, es ist der andere. Waiting for other players. Sind doch alle geloadet. Doch. Ah, ist schon hier die gleiche. Ich gebe die Flanke. Ja, da bin ich 11. Diesen wasch ich mir einfach durch diesen Wald bis in die Base. So. Das ist die rechte Flanke, oder? Ja, da unten wieder. Ich mache einfach den hier. Wir gehen so, oder so, oder so, oder so, oder so, da rein. Ja. Wir haben exakt. Wir haben genau ein Speerkämpfer. Ja, wird ja viel Kavallerie haben. Ja, aber beide Nachkopf geht schon. Schön, wie man dann rumkritzeln kann. Jeder benutzt es nur, um irgendwas Randomes zu machen. Penis zu zeichnen. Ja, weißt du, im Hauptspiel kannst du halt so zwei echt eine gute Taktik malen und so, aber hier. Was ist das überhaupt? Soll das ein Penis sein? Das ist ja so ein Stumpfpenis. Das ist ein Spitzpenis. Spitzer Penis. Ein Stumpfpenis. So, noch ein bisschen rumgezeichnet beim Silver. Hä? Du willst jetzt wirklich einfach direkt. Entweder machen wir in der Mitte mit und schließen uns der Haupt, oder wir, ich gebe diesem Junkie jetzt durch den Wald da. Ja, komm. Aber nachher können wir mal wieder deffen. Okay. Vielleicht klappt das besser. Vielleicht klappt es ja auch jetzt besser. Who knows? Ich stelle mich hier so Mann, die ist voll krass. Und warte einfach mal. Lass schauen, was passiert. Das spiele ich eigentlich noch ein bisschen laut, immer noch, finde ich. Ja, es ist ja auch wieder zurückgesetzt von der Lautstärke. Was soll das denn? Dämliches Spiel. Was? Ach, da unten ist der Okay-Button. I'm a genius. So, Effects von mir aus ein bisschen lauter. Musik brauche ich eigentlich eh nicht in dem Spiel. Hallo? So. Okay, da geht's. Oh. Lass mich ran. Boah. Du darfst. Das sind Bogenschützen. Wow. Oh, das viele. Viele. Da kann ich ordentlich reinrotzen, ne. Da kannst du alles töten, eigentlich. Ordentlich. Ich schieße auch ein bisschen mit. Nein. Lass mich dabei durch. Ja, ja, mach mal. Da war noch eine andere Kavallerieeinheit. Oh mein Gott.
Kavallerie. Gerne rein. Jawohl, voll durch. Jo, das zieht. Understood. Feuer! Bam. Ihr wollt jetzt einfach so viel Pressure auf seine scheiß Base auf, dass wir einfach da durchgehen. Das wäre natürlich auch eine Taktik. Wir kriegen auch gute Unterstützung von ein, zwei Teammates. Chunky und Jord. Aber Nikos, ob der Armee steht in diesem Wald. Nur ein paar Kavallerieeinheiten stehen oben rechts da. Oder oben links, wie es gesagt. Ich finde das ja cool. Ich hab halt keine Ahnung, was von der Gegner in der Mitte steht. Deswegen müssen wir jetzt da schnell durch. Genau. Kann mal da irgendjemand wischen gehen? Dankeschön. That's what I was talking about. Ja. Oh verdammt, ist das viel Scheiße da, hey. Ohne Witz. Ah, ich schieße halt so gut ich kann überall rein. Achtung, da kommt Kavallerie zu dir vor. Oh, ich sehe. Oh shit. Wie viele Bogenschützen sind das? Hilfe! Hilfe! Ich helfe den Bogenschützen hinten an. Dranbleiben. Ja, hilft mir, danke. Ja, Mangst du mir, guck mal. Wir gehen in die volle Defensive übrigens. Ja. So sieht's aus. So, hab mal dem Jord eben geschrieben, dass ich dankbar bin. Da kann euch unterstütze ich mal ein bisschen. Ja, ja, ich schieß auch gleich rein. Warte, 3, 2, 1 und bam. Schön aus dem Wald raus. Leute, uns hat besser angegriffen. Oh shit. So schnell bin ich nicht. Ja, du hast die Kraft. Ja, hilf mir jetzt hier beim AT. Ich schieß so gut ich kann von hier hinten mit rein. Heal them all! Ganz ehrlich, Jungs. Das ist nicht so einfach, das sind nicht so wenig Einheiten, you know? Ja, ich weiß. Ich muss da raus. Gott, ich schlachte hier einfach nur. Ich hab echt viele Bogenschützen. Das ist echt scheiße, ja. Wir hätten ja natürlich sogar Katapulte dabei. Die nehmen ja immer noch unsere Basis sein. Von hinten kommen auch noch Einheiten. Alter, ich bin sowas von ausgerottet worden. Echt? Ja. Ohne Scheiß. Dass wir schon wieder verkacken, das glaube ich gar nicht, ey. Tun wir nicht. Bis jetzt geht es jetzt noch immer so schlecht aus. Ja, wir sollten wahrscheinlich einfach... Keine Ahnung. Mein Problem ist, dass gerade gegnerische Einheiten uns in den Nücken fahren und ich versuche die mal abzufangen hier. Aber unser Base mir noch eingenommen. Ich habe hier noch Reiter hier hinten, das ist ein bisschen scheiße. Not as easy. Ich mach mal wieder Friendly Fire, das bringt nix. Na, Reiterfolge ist in Verteidigung. Jetzt ist interessant. Ich lauf mal da seitlich durch. Komm. Kann ich sie wenigstens von der Seite abknallen. Meine winzigen Einheiten, die ich da noch hab. Aber jedermann ist wichtig. Welch ein Pfeilhagel. Plop, 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 plop. Hm.
Silvan, ich glaube, wir werden nicht gewinnen. Ja, nee, in der Mitte werde ich verkocken hier. Ich gebe dir so viel Verteidigung oder so viel Hilfe, wie ich habe. Ja, ich versuche sie einfach auch mehr einfach aufzuhalten, dass die vorne vielleicht die Base einnehmen und dann. Ja. Einer hat das Tor von mir. Ich seh's. Ja, die zwei anderen, letztes bin ich tot. Boah, guck mal, die haben so viele Reiter. Ich hau dann mal ab. Ja, ich bin tot. Ich geh auch ein bisschen zurück. Klacker, klacker. Oh, wie viele Arsche das sind. Bitte ja, nicht noch. Was macht eigentlich dieser Auron? Der rennt mit in hunderten von Einheiten rum. No, I am dead. I got killed from something. Jetzt verteidigt man zuerst die Base. Und dann greift die da an. Ich glaub, schlauer. Ja, der Jord ist halt. Der ist gut im Verteidigen, mich nicht. Ich bin fertig. Oh, wir scheinen auch noch irgendwo Artillerie stehen zu haben. Ja, ja, ganz hinten, aber die wird gleich Friendly Fire machen, wenn sie nochmal schießt. Unser übelste Friendly Fire. Ey, wir helfen schießen. Ja, der Yord muss sich halt jetzt erstmal durchbattlen. Es sollte eigentlich schaffen, später ist eigentlich gegen Cavalier im Vorteil. Jawohl. Warum nehmen die weiterhin noch rein eigentlich? Das auch nicht. Ja, aber das ist jetzt echt ein bisschen eine Aussichtsstrategie. Ja. Man kann einfach im Kreis rennen mit der Einheit und nimmt weiter ein. Ja, muss halt ein paar so schicken. Genau. Ja, und sie einfach rausdrängen. 9, 8, 7, 6, 5. Vier, ja, an sich müsste es eigentlich abgebrochen werden, wenn dann die Teammates in dem Kreis stehen. Ah! No way! Holy shit! War das knapp, Alter! Leck meinen Dick! Ach du Scheiße, 3! Was ist denn das für eine zwei, Strategie, ganz ehrlich? 1! Ja! Ich so aufgeklappt auf den letzten Punkt oder so, oder? Ja, nein, seine Kavalier hat keine Chance gegen die Spätjäger. Ja. Kann er nicht machen, weil die Spätjäger sind immer im Vorteil. Aber okay, ich bin tot. Schade. Steht nur noch her, oder? Aber weißt du, da gucken wir mal, wie stark der eigentlich ist, da mit seinen Speeren gegen die Reiter. Ja, ist ja auch der Vorteil der Spätjäger gegen die Reiter. Ja, klar, logisch. Ja. Das Problem ist, unser gesamter Angriff war eigentlich so gut am Anfang und dann haben sich alle irgendwo in alle Himmelsrichtungen verteilt. Niemand hat mir wirklich. Also ich war drin, aber niemand wurde. Hat mit mir reingecharged, dann ja, was hat vorbei. Naja, sagen wir es mal so, wenn jetzt dieser Jod unsere Base verteidigt, gewinnen wir noch. Wir haben nämlich noch mehr Punkte als sie. Ja. Noch, aber da kommt eine große Armee. Ja, da ist sie auch schon. Also ich will ihm nicht sagen, dass er da reingehen soll, nur drauf schauen. Das Problem ist halt einfach, später sind halt gegen Schwerkämpfer unterlegen. Er verfolgt ihm noch diese Kaff, also das ist vielleicht langsam auf die. Aber da sind noch mehr Schwerkämpfer da. Def! Ich schreibe. Das ist ja Jord. Was zum. Ja, das ist ganz klar das Zeichen dafür, dass er das verteidigen soll. I don't know. Oha! Ja, der What zieht! The fuck? Ja, aber er macht nicht so viel Schaden, das sieht übel aus, als es nachher wirklich ist. Ja, aber der hat schon gerockt, also. Ja, aber die meisten stehen wieder auf. Sie sind nur so betäubt. Ja, aber guck mal die Zange an! Das war schön. Das war wirklich schön. Check's out! Ich meine, klar, gut, das ist jetzt. Das sieht man nur das draufgehen, weil die Reiter hochgehen, aber. Ja, guck auf das Katapult, ehrlich gesagt. Exit. Ja.
Das ist toll. Kommentare auf den Boden schreiben. Alles, was die Leute so machen. Nice, cool. I like. Okay, in Battle. Aber dann habe ich meinen guten Commander ja nicht. Oh Mann. Als allererstes mal Roland. Okay. Dann nehme ich halt Leonidas. Gehen wir jetzt raus oder bleiben wir hier? Also ich will schon draußen. Jetzt 2 Minuten noch kurz gucken. Ach so. Ah, Mist, okay. Bist du hier schon draußen? Ja, jetzt bin ich schon draußen, aber egal, wartet nur ruhig nur kurz. Okay. Jetzt kommt eh das größte Problem. Die Pfeilbogenschützen. Das ist easy, wir schaffen das. 2 Minuten, wir haben 200 Mann mehr, die haben noch Pfeil und Bogen, ja, aber das war's. Und die trauen sich nicht vor. Gut. Ey, das war richtig geil gemacht. Ja, mit dem Pfeilbogenschütz kannst du nicht in den Kreis, weil da werden sie von den Nahkämpfern wieder rausgetrieben, oder? Ja, klar, eben. Und dieser Jod sollte vielleicht nicht so im Haufen rennen oder so. Der kann Schilde hoch. 1,30 nur. Die schaffen das in der Zeit nicht. Die schaffen es nicht in 1,30 das Ding anzunehmen, glaube ich. Ja, sie haben eben auch noch so eine scheiß Artillerie, die gerade übers Schaden auf Jod macht. Oh oh. Sion kommt von hinten. Jetzt wird es nochmal spannend hier. Und die killen. What's happening? Okay. Und back. Ja, einfach ein bisschen. Ey, das ist wie geil, die schaffen das nie in der Zeit. Nee, das schaffen sie. Einfach hinter diese, ein bisschen hinter die Mauern stellen, sodass man sie nicht sieht und dass sie einen Spotter auf der Seite haben und so. Nee, das ist gewonnen. Das haben sie keine Chance mehr zu gewinnen. Wie geil ist denn das? Na, haben wir gewonnen? Geil, das hätte ich ja nicht gedacht, ja. Nice. I like a lot. Jawohl, Victory! Ja, Alter, wisst ihr, wie viel Geld ich bekommen habe? 879? 11.500. Nein, lüg mich nicht an. Willst du 11.500 bekommen? Ich habe 11.500. Wofür denn? Da hast du ja nichts gemacht! Wie? Ich habe länger gelebt als die beide zusammen. Und ich habe ziemlich durchgerockt. Halt die Maul! Ja, das stimmt. Hast schon gut gemacht. Ja. Nun gut, in dein Gesicht? Ich würde sagen... Oh, Schwarz. Eine Runde noch, dann kann ich mir entweder Schilde kaufen oder Clay Shot Hardened. 13 Range dazu. Also gut, auf ein neues, oder? No Reeves. Ja, Clay. I'm ready to do this. Sie geht ab im Hintergrund.
Goblin. Ja, 54. Oh Mann. Was kriegt man denn, wenn man da 100 rollt? Ein Kind. Ich höre auf zu rollen. So, warum habe ich jetzt eigentlich Leonie das ausgewählt? Ne, egal. Da kommt der Sport. Welches Tier habt ihr denn? 3. Ich hab die Nummer 3. Gut, ich bin wieder weiter. Und Silvan wird hoffentlich auch bald 4. Ja, mal gucken, nach der Runde kann ich sich noch was killen. Ja, hoffe ich. Ich mag Reiter, die sind cool. Ja, die rushen halt voll der Kanne rein. Du hattest halt gerade auch richtig den Jackpot. So, alle waren nur Fernkämpfe und dann einfach rein und. Einfach, ja, Salern und bäh. Mag ich nicht immer. Was ich halt nicht ganz verstehe, ist, wieso man hier überhaupt unterschiedliche Einheiten nehmen soll. Und zwar ist es schlau, einfach unten zu einmal das also gleiche. Drei verschiedene oder sowas, ja. Mhm. Ich meine, was bringt dir eine Nahkampfeinheit, eine Bogenschützeinheit und zum, was weiß ich, noch eine Kavallerie? Du kannst nicht selber ein bisschen taktisch spielen, wenn du meinst. Ja. 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 Also halt ein Fernkämpfer und, oder zum Beispiel, wenn du Dings bist, Dings da, Artillerie. Ne? Dann bist du halt Artillerie und links und rechts die Flanke schützt du mit deinen Obliten zum Beispiel. Okay, das gibt aber zum Beispiel, also wenn ihr eins, das ist ja nicht so sinnlos, weil du kannst nicht wirklich, du kannst ja weder einen Angriff machen mit deinen Nahkampfeinheit, weil du einfach nur eine hast. Deine Bogenschützen machen auch nicht viel Schaden, weil es nur eine Einheit sind. Und die Kavallerie ist auch nur eine Einheit. Ja. Ja. Du kannst halt nicht wirklich in irgendeinem Bereich wirklich Schaden austeilen. Ja, vor allem deine Warrior-Könige, Heinis, Futsister, sind ja sowieso eigentlich nur auf einen ausgerichtet. Auf eine Art des Angriffs. Ja. So, was machen? 5, 6, 7? Ja. Klingt gut. Going to town. Ach, ja. Man kann auch ready klicken. Ich hab ready geklickt. Also ich würde hier mal den hier einnehmen. Ich würde so reiten oder so reiten. Okay. Okay. Ich will einfach jede OP zu zeichnen. Oha. Ich werde aber ein bisschen mit dir mitkommen, kaum dort die dann. Ich guck halt, dass ich das Ding erstmal einnehme. Achso, man kann ja theoretisch auch 1, 2 und 3 drücken, um die Einheiten auszuwählen oder auch und STRGA, um alle auszuwählen. Ja, und Control STRG Shift. Es gab um mehr, zum Beispiel nur zwei auszuwählen, zwei spezifische. Ja, oder du machst einfach so Markierung. Here we go. Weiter links. Hier. Soll ich die abfangen? Ja, ich fange die mal ab. Ja. Oh, ja, sie hat noch einen 5. Keks gegeben. Danke, ich schenke dir ein. Genau, geh mal links hoch und fangst hier ab. Danke. Wow, das war knapp. So, ich
versteck mich mal ein wenig im Gras, bis der Silvan vorgerückt ist. Weil ich hätte theoretisch Range bis circa hier. Oder sogar hier. Ich schau mal, ob ich die finde hier. Sind hier auf jeden Fall im Wald. Da sind sie rechts oben. Rechts oben. Oh, Fahrrad direkt bei dir. Feuer! Die haben Katapulte. Die haben schon irgendwo Katapulte. Ja, ich hör's. Ja, trotzdem, das sind die mal eigenen auch. I don't want a friendly fire. Ja, such mal nach den Katapulten oder so im Wald. Alles cool. Oh, ja. Nee, die Katapulte sind weit weg. Ja, die kommen von da ganz hinten. Achtung, die kommen rein. Oh mein Gott. Aua. Oh, nein, Bäume haben sie ziemlich abgebremst. Nice. Ja, klar, Bäume machen hin, ist ein Hindernis. Hm. Das ist schön. Da kommen sie rein. Autsch. Soweit ich weiß, werden auch Pfeile davon abgefangen. Ja. An Bäumen. Alles wird abgefangen eigentlich. Ja. Voll realistisch. Das war ein sehr schöner Schachzug, Leute. Ja. So. Gut. Die Straße, denke ich mal, ist relativ frei bis nach vorne. Habt ihr gesehen, wo die Dings herkamen, denn da? Boah, viel zu weit weg. Die stehen ganz hinten an der Base oder so. Gut. Die flogen in einem ja, hohen ich Bogen. Ich sehe sie. Die sind hier. Ich hol's mir. Darfst dein Glück gerne versuchen. Ich versuch's hier durch den Wald durchzulaufen und dann von hinten zu schießen, aber. We'll see how that works. Vielleicht kannst du diesem Turan oder so ein bisschen helfen mit deinen Bogenschützen. Ja. Das ist so ein bisschen mein Plan. Ja, der geht grad. Ja. Bisschen Dresche kriegt der. Mhm. Boah, ich werde dich vernichten, sag ich euch. Zumindest den CPU mal angreifen. Wo ist denn das? Ah, ja, hier. CPU! CPU! Ich nenne mich auch um eine CPU. Ja, nenn dich doch einfach CPU 8! Aber ich schreibe mich mit Z. Aua! Oh, der versucht mich zu treffen. Pass übrigens auf, der andere ist eine Sperrkämpfeinheit, dass du es ja noch weißt. Das sind überall Sperrkämpfeinheiten. Das war vielleicht ein bisschen ein unnötiges Friendly Fire hier. Da rein schießen. Die hinteren bitte, ja, genau. Gesagt, getan. Noch wieder aufhören, auf die anderen weiter hinten schießen. Oder vielleicht auch ein bisschen auf das Katapult. Kannst du auch, wobei die hier nicht an der nicht mehr an der Waffe selbst sind. Ja. Zu wenig Einheiten zum Bedienen, glaube ich. Das dünnt auch schön aus wieder. Solange die nicht an mich rankommen, hältst du gut ab, Silvan. Habe ich von hier oben locker. Das sehe ich von Shit. Dann rück ich mal ein wenig vor. Frag mich, hat CPU entdeckt. Well, shit. Aber so. Ja, Madi, ich komm dir zur Hilfe. Jawohl. Schießt, was das Zeug hergibt! Schießen! Schön. Ah, die CPU kommt von hinten nämlich rein. Ja. Wäre vielleicht noch
Wie wär's mit seinem Kopf von hinten gewesen? Sorry. Ja, könnte, okay. Ich greife die gegnerischen Bogenschützen an. Ja, also mein Einheit geht gerade drauf, weil ich bin eingekesselt hier. Tja, dann bin ich bald in hier. Ja, mein Commander ist tot. Okay, dann genau. Flücht einfach, ich schieße vielleicht ein bisschen mit rein. Guck mal, ich hab's entdeckt hier bei mir. Oh Gott. Alles klar. Ja, Madi, ich komm dir zur Hilfe. Oh, stopp, du bist gleich im Nahkampf. Du bist im Nahkampf, Olas. Ja. What shall I do? So. Und jetzt. Zack. Wir haben unsere Beißer dann gegriffen, wollte ich nur sagen. Ja, die ist aber jetzt ein bisschen weit weg. Ja, das werden wir leider dann dementsprechend verlieren. Ihr müsst so in den Zirkel vom Gegner reinkommen. Ja, richtig. Bringt euch in Position. Ich kann es vielleicht schaffen, den einmal noch einzunehmen. Guckt, dass ihr das einnehmt. Drückt schneller vor. Ja. Wir müssen in diesen Zirkel rein. Oh shit, da kommen noch mehr Gegner. Keine Chance, keine Chance. Wir sind denen fast mit 1000 Leuten überlegen, Leute. Ja. Und doch werden wir verlieren. Das ist noch nicht gesagt. Oh shit. I see that. Their spirit wavers. Our base has been captured. Quick, to its defense. One of our units has recovered. Back into the fray. Jawohl. Bleibt in dem Dings drin. Bleibt da drin. Mich schämt gar nicht, das musst du in der Random sagen. Bleibt da drin. Killt alles. Ich komm schon zu ihrer Hilfe. Auch wenn ich ganz außen rum dafür laufen musste. Und jetzt eigentlich wäre ich oben stehen geblieben, genauso weit wäre. Aber hey! Das ist trotzdem ganz arg toll. Tja, möchte ich wieder auf Null. Leute! Stay inside! Fire Raptor Folas, bewegt euch da rein! Ja, ich guck mal, wo ich noch stehe. Ja, warum schießt du da noch? Rein da! Weil ich da in der Mitte mit dem Typen gekämpft habe und jetzt bin ich einfach so durchgerannt. Muss halt den Teammates auch noch ein bisschen nebenher Unterstützung geben, you know? Jawohl, die sterben. Ja, rein in die Base und alles killen. Und so auch nicht voran. Flo, beweg deine Leute rein. Wir ja, doch, jetzt. Ja, weißt ja du? Doch. Ich laufe hier so schnell ich kann. Wir müssen das jetzt nur durchs Drinbleiben gewinnen. Ja. Scheißegal, wie oder wo oder wann oder was. Hauptsache rein. Rein da. Ich komm rein nicht da durch. Rein. Drückt einfach, jawohl! Jawohl! Punkte für uns! Jojojojojo, überholt! Flo hat eine Flanke hier unten dran, dass du schießen kannst im Sinne. Oder, ja, bleib drin, bleib einfach drin. Bleib einfach. Cheat! Ja! Oh mein Gott, Junge!
Alter, ohne meine scheiß Kavallerie wäre das so im Arsch gewesen. Ja, ne. Mein Puls. Oh, geil. Ich habe 4600 selber bekommen. Ich habe 3600 bekommen. Juhu. Hat auch einen geilen Bonus dabei. Gut. Dann sollte mein anderer Commander jetzt dementsprechend wieder breit sein. Aha, Visibility Range und Speed erhöht. Das soll ich also skillen, heißt das. I don't know. Maybe I wanna save for something else. Maybe I don't. Speed. Bloß durch einen neuen Hut. Sollen die plötzlich schneller werden, oder was? 8%! Und die andere Sachen. Ja, wobei. Nee, ich spar auf den Bogen hier noch. Der kostet nur noch 30 Punkte und dann hab ich den. Ja. Okay. Ich muss noch rollen. Most important. Nein! 96 gerollt! So close! Ich bin ready. Welche Stufe seid ihr? Ich war noch ein Skill auf 2, um auf 4 hochzukommen. Was? Du bist schon 3? Ich bin schon lange 3. Ich war 4. Noch 180 Punkte und ich bin 4. Schön. So muss sein. Hab ich dann halt einfach noch keine wirklichen Punkte, um mir die 4 Einheiten freizuschalten. Also machen wir immer so, Silvan macht so die normalen Nahkämpfer, Martin nimmt so die Kavallerie und ich die Bogen. Mach ich gern, weil die Römer haben nämlich so ziemlich die stärksten Nahkämpfe in Fantasy. Ich mag die Römer. Wenn ich da mit meinen Prätorianer hier anmarschiere. Die Elitegarde. So, aber das war für heute doch mein letztes Spiel. Ich gehe heute ein bisschen früh ins Bett. Dann sterbe ich noch mehr. Ja, ich auch hier. Kopf. Lauter du musst gleich aufhängen. Was? Nix. Ich fahr nur mit meinem Stuhl hoch und runter. 98! Are you kidding me? Arg! It's annoying as hell. Jetzt hatte ich 99. 98? Darf ich ja wohl irgendwann nach 100 haben, oder was? 96 hatte ich auch gerade eben erst. Vor allem sind wir zu dritt. Unsere Chancen auf eine 100 sind einfach verdreifacht. Jetzt müssen wir theoretisch 33 mal machen, also eine halbe Stunde durchgehend. Dreck. Wir haben, glaube ich, viele Bogenschützen gesehen. Ja, guck, da ist diese Tabikafa Uetzl wieder. Aber diesmal ist er bei uns. Tabikafa Uetzl? Ja, Tabikafa Uetzl. Stimmt. Wow, haben wir viele Tussis. Ja, okay. Somit wahrscheinlich Ranged. Na toll, wir sind viel zu. Wir müssen halt ein Full Team, also so eine ganze Reihe voll Mates haben, dann könntest du hier richtig abgehen und rocken und richtig, Taktiken so 10, machen. 10 Leute einfach, ein ganzes Team. Jawoll! Setzen sich alle zusammen im TS und dann wird kommuniziert. Ja, natürlich. So viel ich weiß, wird das vermutlich auch bald ein ESL-Spiel hier. Also wenn das dann rauskommt natürlich. Weil es ist ja auch ein Rundenmeister. Was machen wir? Das Ding schon wieder. Ich gehe 11 hin. Geht ihr, wartet mal, hier hin und dürft hier. Also einmal nach vorne absichern und einmal Bogen absichern. Ich gehe auf die 6. 6? Ja. Warum auf die 6? Weil da der Eingang ist. Ich musste auf die 6, es war schon alles besetzt. Flo, bist du bis 4? Ja. Wow. Ich könnte noch auf die 12, wenn die das liebe wäre. Na, schenkt sich nicht viel. War halt schon ausbesetzt. Passt schon.
Muss halt nächstes Mal schneller reagieren. Eins oben, raus oben, eins oben, raus oben, eins oben, raus oben. Ich bekritzel diesen komischen einen Dinger. Warte, ich kitzel mit. Los, der muss verschwinden! Komplett blau eingehüllt! Wir haben eigentlich auch die gleiche Farbe. Oh. Wir haben Katapulte, das ist schon mal gut für die Verteidigung. Ich werde mal die Hauptbasis ein bisschen verteidigen mit meinen Schwerkämpfern. Also die Katapulte ein bisschen beschützen. Okay. Ich habe lieber ein bisschen Action. Action. Ich halte außen rum. Ja, da mache ich mit. Aber ich reite nicht. Gut. Mein Gott, haben wir viele Schwertkämpfer hier. Bogenschützen. auf der Web zeichnen können, das ist so cool. Shit! Misslungen! God damn it! Mensch, bin ich unreif. Titten! Wissen wir schon, Fotos. Titten! Das ist Kischi halt echt im Schlag vom Leben und Tod und du. Hier, Madi, warte. Okay, hab den Krieg gerade beendet. Wer war das jetzt? Wer hat diese Titten gezeichnet? Warum haben wir noch keinen genau gefunden? Hä? Warum genau haben wir noch keine Gegner gefunden? Die laufen halt mittendurch, hä? Boah! Ich wurde gepenist. Der Range reicht nicht ganz so weit, Maddy. Ich würde dir gerne Unterstützung geben. Ich lauf da mal so ein bisschen. No, I lost vision. Ah! Oh mein Gott. Da sind richtig viele Gegner neben mir. I probably need some help. Here. In the woods. Oh, die haben Katapulte. Oh shit. Ich habe jetzt Angst, dass die hier durch den Wald gelaufen kommen und ich genau in sie reinlatsch. Das wäre nicht so schick. Ich mach mal, warte. Nur was. Watch this. Solange jetzt nicht 1000 Pfeile irgendwo herkommen oder irgendwas. Aber da oben ist man halt so gefangen. Wobei, es geht. Spür euch. Ah, das mache ich so. So, mein Captain ist tot. Let's try, Maddy. Oh oh. Ja, dann sollte ich vielleicht mich doch wieder zurückziehen. Na klasse. Wir haben viel zu viele Bogenschützen. Das ist nicht. Also ich kann hier doch nicht die gesamte Kavallerie von denen abwehren, nur dass die Bogenschützen hier beleben. Ja. Viel zu viel, guck sie mal an. Jojo, ich seh's. Die Leute spielen das halt auch gerne, you know. Ist halt auch cool, ne? So, jetzt holt jemand von den Pferden runter hier. Silvan, wo bist du eigentlich so? Ah ja, da. Okay. Ich seh dich. Ich nehme mal den Turm hier ein. Mach den mal kurz ein bisschen Panik. Du. Ich werde mich jetzt hier formieren und in der aggressiven Testudo vorrücken. Okay. Das ist der Schildkröte. Das tut euch lateinisch für Schildkröte. Wusstest du das? Woher weißt du sowas?
Kennst du nicht diese Schildmauer da, diese Fallenschützen, die Römer, hast du sich aus Südobel schon mal gesehen? Ja, ich wusste nicht deren Namen, entschuldigen. Die steht hier. Steht hier dran, Attack. Ja, okay, Entschuldigung. Halt einfach dein Maul. Du weißt, so, du keine, jetzt haben wir wieder Vision hier. Besser. Ich bin schon bei 13 Punkten. 15%. Oh, ja, nice. I like. Da watscheln halt noch drei so Hansel hinterher. Was ist mit denen los? Bleiben die immer an den Bäumen hängen oder warum sind da manchmal so Nachtzügler? Verstehe ich nicht. Ein Drittel. Da soll man hier irgendwie rüberkommen. Ich bin ja hier oben mit was weiß ich, wie vielen Bogenschützen eigentlich an Start. Tötest du sie alle? Ich würde gerne. Ich hätte da kein Problem mit, ne? Versteht sich. Och, nee, nö. Dann komme ich halt mit nach vorne, so. Fuck that. Ich hoffe halt, ich werde von irgendwo beschossen. Sieht im Moment aber gut aus. Oh oh. Ich verpiss mich mal in den Wald. No, das gibt's doch nicht. Über die Sicht auf die. Fick dich, Gegner, fick dich. Lauft doch, ihr Hurensöhne. Ich knall mich noch ab hier. Ah! Nein! Oh, leck mich am Schwanz, ey. Schuss. The enemy base is under siege. We shall seize it with glory. Kann mal jemand deren Katapulte kaputt machen? Das stresst mich. Buddy, wir schaffen das gemeinsam los! Die fressen gerade ordentlich Schaden. Oh. Jetzt wollen sie. Alter, mein Einheit wird gerade weggeschossen wie nix. Kenn ich. Aua! Akut actually need some help. What the hell? How do they see me? Verdammt, bin tot. Son of a bitch! Oh Gott. Wir werden gerade auch eingenommen, was? Ja, wir haben auch noch halb so viele Männer wie sie. In unserer Börse steckt gerade mal ein Kopf. Stell mal zwei Typis. So. Waren viel zu viele Bogenschützen, was wir hatten. Die ganze Mitte bestand eigentlich aus mir und Bogenschützen, die hier rumgerannt sind. Ja, Mari, mehr durch! Fickt euch alle! Jawohl! So wollte ich das sehen. Naja, gut, ich bin halt allein da vorne. Ich kann noch. Ich komm, mich raus. Ich kann Schaden machen, aber das war's danach. Oh, dass du bist gerade von Kavallerie überrannt. Ist das bewusst? Nein, danke. Aber was will ich machen? Ja, eben, das meinte ich mit zu viel. In der Mitte war es nicht anders. Die Kavallerie war einfach die ganze Bogenschütze hintergegangen und ich habe versucht, ihn ein bisschen zu verteidigen, aber es ist halt unmöglich. Ich meine, nicht. Ja, da kannst du wenig machen. Hallo Kakamala. Ich brauche einen 10 Mann für das Spiel. Brandon ist einfach Kacke. Ach nee. Defeat. 2100 habe ich trotzdem noch bekommen. Ich habe 3000 bekommen. 740!
Bin die meiste Zeit irgendwie wo rumgelaufen und hab versucht, was zu finden, aber ne. Naja. What you gonna do? His commander is still in the battle, what? Ja, bei mir auch. Ach so, das, also Gold ist die echte Geldwährung. Jo. Genau. Mann, ich krieg keine 100 gerollt. Kacke. Jetzt. Jawohl. Pünkt für sorry. Mich. Pünkt. Ja. Hab immer noch nicht genug für den neuen Bogen. Fuck it. Fuck the shit. Dann bin ich halt mal wieder ready. Soll ich nochmal eins? Ist eigentlich schon halb elf. Oh. Du magst nicht welche aufzuhängen. Hä? Ja, meinetwegen schnell das noch. Das letzte, was wirklich dann. Okay. Sahne bist du auch schon. Sahne sag ich schon. Bist auch doch besser dran. Hab schon. Ah, 99. Oh shit. So ein Schuss. Off, okay. Ist ja perfekt. Seh. 99. Jetzt hatte ich schon 99 und du hattest auch schon 99. Ja klar. Was auch sonst? 98. Das ist doch ein Witz. Ein abgekartetes Spiel ist das doch. Ja. 93! Ah! Was? Na, ich habe jetzt übrigens eine neue Farbe. Wofür? Für deine Einheit. Ja. Geil! Wie viel hat die gekostet? 20.000. Was? Aber bist ich du verrückt? Echt Game Geld? Echt Game Geld? Echt Geld? Ja, 20.000 Euro habe ich gezahlt. Weißt du, Mann, der ist so wie du. Aber Gold meine ich. Also das ist die Prämie. Bitte in die Ecke und stellen dich. Ich weiß ja nicht, was der Franke gerade wert ist. Vielleicht da, ja. Ist 1-1, fast 1-1. 1-1 mit dem Yen, ja. Glaube ich. Dave! Flo, glaubst du ja nicht mehr lange und die fangen wir dann mit Ziegen oder Muscheln zu zahlen. Bitte? Nochmal. Nicht mehr lange und die fangen wieder an mit Ziegen oder mit Muscheln zu zahlen. Was kostet das Auto? 50 Ziegen 50 oder so. 50 Ziegen 80. Ja. Ist doch geil. Oh Mann. Oder Silvan verkauft einmal nur seinen Körper, das kann auch sein. Oh wow. Also für 5.000 Euro kannst du dir dein eigenes Hobbithaus kaufen und es innerhalb einer Woche zu dir bringen und aufbauen lassen. Die vorgefertigten Häuser werden aus natürlichen und umweltfreundlichen Materialien gebaut und können unter Sand, Schnee und Erde platziert werden. So ist es möglich, Früchte und Gemüse auf dem Dach anzubauen. Ich geh mal auf die 11. Ich bin die 12. Wobei, ich bin die 4. Gehen wir wieder zur Brücke? Wir gehen jetzt zur Brücke. That bridge is the shit. That bridge. Oh, Maus raus! Sie alle gefunden? Die Brücke? Was ist sie? Meinst du die hier? Ich wollte schon sagen, dem fehlt nein. Let's draw dicks everywhere! Guck mal, wie viele Reiter wir haben. 1, 2, 3, 4 Reiterpaare. Das ist nice. Oh. War wild. Also ich soll jetzt hier über Dicks zeichnen in die Welt. und natürlich Titties. Oh wow. Ach so, ja, dann rede. Wahrscheinlich schon irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. To the bridge. Muddy, where you going? Am Rand runter.
Vorläufer stellst du dich übrigens ganz vorne auf. Und wenn sie kommen, rennst du hinter mich. Klingt das nach dem Plan? Weil du musst vorne stehen, sonst können mich die Archers von dem abschießen, wenn du nicht schießen kannst. Okay. Verstehe was. Utik! Ja. Oder das Feuer halt frei. Die bitte. Schieß! Ja, noch keine Range. Nein! Boah! Ja. Das war meine Dinge für Kack Range. Perfect move, echt. Der Kack Range, halt Fresse. Jetzt kannst du durch die ganze Web schießen, mit die Katapulte. Oh, Entschuldigung. Schön, jetzt. Sonst hat. Lass den Bogenschützen aufpassen. Fire Raptor. Ja, ich bin schon dran. Die Einheiten haben nur 5 Jahre, bis sie sich mal in Bewegung setzen. Wissen wir. Könntest du mal facen, Folos? Hä? Die Bogenschützen? Du hast ja dreimal so viel wie näher. Oder Achtung, weiter. Ja. Achtung, weiter. Ja, die schaffe ich nicht abzuwehren. Zurück mit deinen. Bin nicht dabei. Dankeschön. Wenn ich das sehe, gibt's Schüsse. Na, wenn da sich. Bis die sich drehen. Schieß. Ja, bis die sich drehen. Das wow, genau, das echt. Ja, das ist echt so. Das ist cool, 2 Schuss wert. Ja, wir müssen jetzt da rüber. Wir müssen jetzt den Angriff machen, sonst haben linke wir Flanke. Ich sehe das. Was, da ganz da oben? Ich bin auch voll. Wasser. Jetzt. Jawohl. Ich werde die Wasserüberquerung warten. Mäp. Boah, das kannst du normales, also zentriertes Feuer machen? Ja, ich geb dir Deckung, Silvan. Mach mal zentriertes Feuer hier rein, wenn das kannst, Flo. Das kannst du normal auch. Was, wo? Da einfach rein. Ja. Ja. Okay. Focus Fire! Aber da muss ich erstmal auch wieder in Range stehen. Boah, ich hab mal reingebrettert. So, du meintest. Kauf jetzt. Bogenschützen müssen weg da oben. Die holen mich sonst. Ich bin dabei, ich bin dabei. Wieso rennt diese Kavallerie einfach an denen vorbei? Einmal mit Profis. Ich hab halt keine dabei. Vision da hinten, you know? Ja, ich versuch mal einen. Ich hab grad noch. Ich werde drauf gehen, aber Fire Up, jetzt kommst du dann auch mit. Ja, ja. Schön quengelst. Ja, sehr schön. Oh, Silver, Hilfe! Ah! Shit! Oh mein Gott! Ja. Ich komm rein! Dankeschön! Alter, ich werde überrannt! Boah! Ja, nicht nur du! Jetzt. Da ist nochmal einer. Fucking Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll, Junge. Schieß einfach rein. Shoot! Auf alles, was nicht von uns ist. You fucker! Mein Gott, ist das ein Gerotte. Schieß doch bitte irgendwann mal los! Herr Gott, zack! Ich schau auf die rechte Einheit doch, bitte. Hä? Schieß mal auf die rechte Einheit, bitte. Welche rechte Einheit? Ja, die obere auf dem Hügel oben. So. Ja, durch. Aber ich werd grad auch durchgesiebt. Alter. Jawohl.
Buddy, du hast meinen Bogen! Ja, okay, vielleicht nicht so viel Team Damage. Das ist stark nur. Das ist echt schlimm hier. Boah. Boah. Ja. Boah, trifft's ganz gut. Meine Micke-Einheit hier noch, das ist letztes, was noch von mir lebt. Haut er ab, Flo, du von ihm. Oh Gott. Und ein tolles Battle. Auch hauptsächlich Team Damage, das bringt nichts. Das bringt nicht. Ich bin tot. Das ist aber sehr schade. Aua. Oh. Wow. Ja, ich bin ja irgendwie immer der zuerst reinrennen muss, bevor überhaupt irgendjemand sich bewegt. Also das ist nichts gegen dich vorlos. Also ja. Ich hätte von einem anderen Infantisten. Weil der andere hat echt scheiße gemacht, dass er mit seinem Kopf einfach an den Bogenschützen vorbeigerannt ist. Tja. Haben wir was anderes erwartet? Nein. Von Randoms erwarte ich eh nie was. Kennst du ja. Das ist wahrscheinlich die richtige Einstellung. Yeet. Juhu. Nie jemand. Hä? Nie verteidigt jemand. Tja. Wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Ist wie immer. Hä, hey, warum kann ich den Bogen jetzt nicht lernen? Der kostet 394. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, vielleicht, wenn du den lernst, dass du deine Stufe aufsteigst oder so? Nein. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Nur dann lerne ich halt diesen verkackten Hut dafür. Visibility, Range und Speed. Achso, ich glaube, ich brauchte Tunika vorher auch. Ich komme nur von der Tunika runter. Ach Quatsch, da ist ja der Pfeil. Oder die Verbindung. Ach, scheiße. Das ist doof. Okay, dann skippe ich halt dieses Ding hier für ein paar Pünktchen. So. Okay, ich roll noch einmal. Und ihr wollt dann dementsprechend jetzt offen. Ja, ich gehe jetzt. Okay. Also gut. Dann wünsche ich euch mal eine gute Nacht. Schlaft gut. Jo, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis die Tage wieder. Ja, bis 92. Dann. Job. Job. So. Okay. Dann würde ich sagen, naja, ist zwar jetzt eine Viertelstunde vorher, aber. Ja, ich bin ja auch ein bisschen müde, ich geb's zu. Ist, glaub ich, in Ordnung. Puh, wenn ich jetzt schon ausmachen sollte. Ich glaube, das nimmt mir niemand böse. Ah, alles klar. Liebe Leute, dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, wenn ihr dazu kommt. Schön, dass ihr wieder da wart und auch auf YouTube und überall, woher auch immer ihr zugeschaut habt. Hat mich gefreut. Man sieht sich am Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt so, wie ihr seid. Dankeschön. Ich bin raus. Bam!